Hallo und schönen guten Tag zum dritten und leider letzten Bauabschnitt unserer Tagung Baustelle zukunftsfeste Industrie. Mein Name ist Stefanie Groll, ich bin Referentin für Ökologie und Nachhaltigkeit in der Heinrich-Böll-Stiftung. Heute geht es darum, wie die Mobilitätswirtschaft und die Chemieindustrie zukunftsfest werden. Was heißt zukunftsfest? Das ist unser Leitbild für eine starke, global erfolgreiche, klimaneutrale und ressourcenschonende Industrie mit guten und grünen Arbeitsplätzen. Wir fragen auf dieser Tagung nach den politischen Rahmenbedingungen, nach den Instrumenten dafür, dass diese Schlüsselbranchen zukunftsfest werden. Wir wollen also ganz konkret über Lösungen und Gelingenspfade sprechen. Die großen Industrieverbände, der VCI, der VDA, die bekennen sich ja zu den Pariser Klimazielen. Und die Konzerne und Mittelständler in diesen Branchen sagen auch, wir bekennen uns zu unserer gesellschaftlichen Verantwortung und wir sind uns dieser Verantwortung auch bewusst. Klar, am Ende des Tages muss sich das wirtschaftlich rentieren, muss sich das lohnen, muss Wettbewerbsfähigkeit gesichert werden. Wir wollen heute mit Fachleuten aus diesen Unternehmen, aus der Industrie und von Gewerkschaften mal durchdeklinieren, welche Rahmenbedingungen es jetzt konkret in diesen beiden Schlüsselbranchen braucht, damit man zeitgerecht umsteuern kann und einen guten, zukunftsfesten Transformationspfad beschreiben kann. Und gerade weil die Industrie, weil die Mobilitätswirtschaft, weil die Chemieindustrie, die chemische Industrie so wichtig sind für unser Land, wollen wir sie ja auf einen guten Transformationspfad Richtung Klimaschutz, gute und grüne Arbeitsplätze, Umweltgerechtigkeit und starke und globalen Wettbewerb orientieren. Das ist unser Programm für heute. Ich sage Ihnen noch kurz zwei Sätze zum Ablauf. Wir sind jetzt ja in einem Zoom-Webinarraum, also sozusagen in einem Plenum, und hören alle zusammen in diesem Plenum zwei Impulsvorträge. Zunächst für die Automobilwirtschaft ein Impulsvortrag von Dirk Evenson und dann für die Chemieindustrie ein Impulsvortrag von Sonja Joost von Dexle Chem. Jeweils nach diesen beiden Impulsvorträgen haben Sie die Möglichkeit, den Vortragenden Nachfragen zu stellen. Besser so Verständnisfragen, weil wir die politischen Fragen, die nach den Rahmenbedingungen und auch die grundlegenderen Sachen, die wollen wir dann in den Panels mitnehmen. Und wie kommen Sie dann eigentlich jetzt in die Panels? Da müssen Sie sich das so vorstellen, dass wir jetzt hier sind wir zusammen im großen Saal und für die Panels gehen wir dann so in zwei andere Räume. Und in diese anderen Räume gelangen Sie, indem Sie ja, so gegen 16:45 Uhr sehen Sie dann im Chat so zwei Links. Da klicken Sie drauf und dann kommen Sie entweder in das Chemie- oder in das Autoindustrie-Level-Panel, je nachdem, was Ihnen mehr zusagt von der Interessenslage her. Genau, und stellen Sie Ihre Fragen, also schreiben Sie Ihre Fragen jetzt an die beiden Vortragenden gerne schon in den Chat. Und dann versuchen wir, möglichst viele Fragen ranzunehmen und vorzulesen. Jetzt gehen wir ins Programm rein und dazu begrüße ich als erstes Dirk Evenson. Dirk Evenson ist Berater, hat eine Agentur und unterstützt Unternehmen im Bereich Digitalisierung, Nachhaltigkeit und strategische Kommunikation. Dirk Evenson hat unter anderem auch die New Mobility World und die die IAA schon mitkonzipiert und geleitet. Und er war auch Leiter der Kommunikation beim Verband der Automobilindustrie. Das heißt, er kennt sich wirklich mit dem Innenleben dieses Schlüsselsektors der deutschen Industrie aus und kann auch Erfahrung einbringen aus den USA, wo er gerade auch, glaube ich, zugeschaltet ist. Hallo Dirk, wir freuen uns auf deinen Vortrag. Ja, vielen Dank und vielen Dank für die Einladung. Ich kriege keine Fehlermeldung, das heißt, ich bin auch zu hören. Ich werde auch, da ich 10 Minuten habe, sofort jetzt immer einsteigen in die Frage, wie wir denn die Transformation am besten organisieren können.
Dazu teile ich jetzt den Bildschirm und hoffe, dass das alles funktioniert. We'll see. Und ich glaube, ich bin drin. So, also, zukunftsfeste Industrie 2030, was ist zu tun? Das Dreieck von Wettbewerbsfähigkeit, Nachhaltigkeit und Beschäftigung hat Steffen Nicole gerade genannt. Ich möchte mich hier auf zwei Haupttreiber der Transformation konzentrieren und dann nochmal so zwei Befähiger, neudeutsche Enabler, darstellen. Das fängt natürlich an mit dem größten Thema Dekarbonisierung. Und da fange ich mal ein bisschen in der Geschichte an. Vor 11 Jahren haben wir die nationale Plattform Elektromobilität aus der Taufe gehoben. Das Ziel, Deutschland wird bis 2020 Leitmarkt. Indikator, 1 Million Elektrofahrzeuge im Bestand. Die haben wir erreicht auf Umwegen. 2020 sollte der Markt auch selbst tragen werden, mit sinkendem Bedarf an Anreizen und Förderung. Davon kann keine Rede sein. Nicht in Deutschland, nicht in der Welt, noch nicht einmal in Norwegen. Norwegen hat bereits vor 30 Jahren begonnen, den Wechsel auf batterieelektrischen Antrieb zu fördern. Heute sind dort immerhin 56% der Neuwagen elektrisch. Heute ist aber auch der Förderumfang dort größer und breiter als je zuvor. Weltweit liegt der Elektroanteil bei Neufahrzeugen zurzeit bei 3%, ausnahmslos gefördert. Fast ausnahmslos in reichen Metropolen. Das heißt, wenn wir Länderkarten sehen, dann sind das nicht Länder, sondern ausgewählte Metropolen, reiche Metropolen. Die teure Wahrheit ist, es gibt weltweit keinen selbsttragenden Markt für Elektroautos. Es gibt absehbar keinen Tipping Point, der so häufig genannt wird. Keine substanzielle Nachfrage ohne Regulierung und Förderung. Das bleibt doch so. Norwegen passt das so zusammen. Die Geschwindigkeit des Übergangs korreliert eng mit den politischen Instrumenten und einer Vielzahl von Anreizen. Deutschland ist gut beraten, dieser Erkenntnis auch künftig zu folgen. Für eine gesunde zukunftsfeste Industrie ist nicht so bedeutend wie Nachfrage. Ohne Nachfrage kein Absatz. Da ist es auch industriepolitisch notwendig, Markthemmnisse auszuräumen und Anreize zu setzen. Zwei Studien, eine von der Cardiff University, eine von Chang'an University, haben diese Nachfragewirksamkeit verschiedener Instrumente, von denen es sehr viele gibt. Auf dem vorigen Folie hat man es gesehen, international verglichen. Beide kommen unabhängig zum Schluss, dass Infrastruktur Nachfrage treibt. Ich zitiere aus einer von den beiden. Wenn die Regierung die Dichte der Ladepunkte um 1% erhöht, wird dies die Nutzung von E-Fahrzeugen um 0,9% steigern. Der Vorteil von Infrastrukturinvestitionen gegenüber anderen Maßnahmen, sie bleibt, auch wenn andere Vergünstigungen auslaufen. Infrastruktur ist Daseinsvorsorge, Staatsaufgabe. Darüber hatten wir schon auch mit der Böll-Stiftung gemeinsam, als wir Veranstaltungen zum Auto 3.0 gemacht haben, noch vor fast 10 Jahren gesagt, das ist im Endeffekt eine Staatsaufgabe, nicht zwingend direkt Aufbau der Betrieb, aber laissez-faire ist keine Option. Der Staat muss schon sicherstellen, dass es sie ausreichend gibt und dass der Zugang regional und sozial gleichwertig ist. Und dann gibt es noch eine Fahrtentscheidung, nämlich die Ergänzung zum batterieelektrischen Antrieb. Der ist klimapolitisch erste Wahl. Da es aber nicht gegebenenfalls alle Anwendungsfälle abdeckt, wird eine ergänzende Kraftstofftechnologiekombination diskutiert, also Wasserstoff mit Brennstoffzellen zum Beispiel. Strittig ist, welche, nach welchen Kriterien, in welchen Anwendungsfällen und braucht es einen internationalen Standard. Es ist klima-, aber auch gut industriepolitisch geboten, hier in den nächsten 2 Jahren in Europa zu einer Pfadentscheidung zu gelangen. Denn analog zur Regulierung und Förderung und Infrastruktur rund um den batterieelektrischen Antrieb würde es auch für diese zwei Technologien eine bedeutende Flankierung des Staates bedürfen, wenn wir sie denn brauchen. Die Automobilindustrie digitalisiert auf mehreren Ebenen. In der Produktion sind die Stichworte IoT und Industrie 4.0. Im Produkt sind es neue Systemarchitekturen, Cloud, Automotive AS, Automatisierung, Cockpit, Infotainment, User Experience, Services. Digitale Services sind Telematik, es ist auch außerhalb des Fahrzeugs, Flottenmanagement, Connectivity. Die gute Nachricht ist, Digitalisierung ist marktgetrieben durch Nachfrage und Wettbewerb. Der Staat muss hier, anders als beim Dekarbonisieren, nicht den Prozess dauerhaft vorantreiben. Aber er muss die Voraussetzungen für Digitalisierung sichern und er kann sie fördern. Daraus ergeben sich aus meiner Sicht 2 Pflicht- und 2 Kürbestandteile. Die deutsche Automobilindustrie verdient mit elektronischen Steuersystemen und dergleichen sehr gut. Sie hat auch in Telematik Mobility Services Pionierarbeit geleistet. Doch wie auch in Deutschland insgesamt, sie hält nicht die digitale Pole Position. Diese hält Silicon Valley,
aus der ich tatsächlich gerade telefoniere. Es ist kein Zufall, dass auch Tesla dort beheimatet ist. Die deutsche Automobilindustrie findet hier und an der ganzen Westküste neue Partner. Nvidia, Microsoft, Intel, Waymo und andere. Auch Israel ist überproportional zur Größe des Landes präsent. Mobileye, Get, Moovit. Warum? Dem Land der Ideen mangelt es nicht an Talent. Wohl aber mangelt es massiv an Infrastruktur und digitaler Kompetenz. Auch hier fällt die Infrastruktur in staatliche Daseinsvorsorge. Sie bildet die Grundlage für Innovation, Technologien, Lösungen. Wir brauchen flächendeckend 5G und schnelles Internet. Mindestens aufschließend in Rumänien wäre cool. Wir brauchen insgesamt eine Digitalisierung Deutschlands. Pandemiebekämpfung per Faxgerät ist halt uncool. Industrie wird zukunftsfest, wettbewerbsfähig, schafft Beschäftigung und Wertschöpfung durch digitale Innovation. Dazu brauchen wir eine leistungsfähige Infrastruktur. Industrie braucht auch ein Umfeld, Kundschaft, Belegschaft mit digitaler Kompetenz, Erwartung und Anspruchshaltung. Kurz, ein Markt hart am Wettbewerb. Der Datenraummobilität birgt großes Potenzial. Wir heben es, indem wir mehr anstreben, als nur Standards zu schaffen oder Machbarkeitsbeweise zu führen. Wenn der Staat inklusive seiner Verkehrsunternehmen qualitativ hochwertigen aktuellen Verkehrsdaten umfassend einsteigt, entsteht mehrwertkritische Masse. Fördert er zudem Geschäftsmodelle, welche attraktiv und marktauglich sind, sodass sie sich international an die Spitze setzen können, dann hilft er zu beweisen, dass digitaler Erfolg auch datenrechtskonform, sozial und ökologisch möglich ist weltweit, hier aus Europa. Zum Erfolg neuer Unternehmungen, neuer zukunftsfester Industrie ist Wagniskapital unerlässlich. Skalieren geht nur mit Geld. Neue Unternehmen entstehen nicht nur an Orten mit hoher digitaler Kompetenz, sondern wachsen an Orten mit bestem Zugang zum Risikokapital. Dies sitzt in China und den USA. Zukunftsfest wird die Industrie nicht nur im Bestand, sondern eben auch mit Neugründungen. Jetzt komme ich hier nicht weiter gerade. Sekunde. Und jetzt komme ich fast zum Schluss. Machen statt Machbarkeitsstudien. Eine zukunftsfeste Industrie gedeiht im Umfeld, das Zukunft und Wandel und Fortschritt nicht als Risiko behandelt, sondern als Chance, Dinge besser zu machen. Das wird Folgen haben, ist keine Drohung, sondern Versprechen. In Berlin wird heute die Machbarkeit eines Fahrradwegs geprüft, welche 2013 vorgeschlagen wurde. Im gleichen Zeitraum hat die NASA eine Mission geplant und einen Rover und einen Helikopter auf den Mars geschossen. Nur eins dieser beiden Projekte ist Rocket Science. Die wirksamste Klimaschutzmaßnahme der letzten 10 Jahre in Deutschland, die Durchsetzung bestehender Umweltschutzregulierung durch die USA. Ohne diesen Skandal hätte es die Festlegung von Volkswagen auf Elektro nicht gegeben. Nicht so. Wirksamer als Gesetze und Regulierung sind die Um- und Durchsetzung derselben. Seit 20 Jahren wird Wasserstofftechnologie für Stadtbusse gefördert. Der Staat ist frustriert, wenn danach auslaufende Projekte keine Serienproduktion anläuft. Die Industrie wundert sich, warum die Politik etwas fördert, was sie offenbar später nicht will. Heute erwirbt die BVG diese Busse mit Verweis auf fehlende Alternativen. NASA und DARPA machen es vor. Sie kombinieren Entwicklungsförderung und Beschaffung gemeinsam. Selbst der Chef der Bundesagentur für Sprunginnovation meint, dass wir hier noch nicht weit genug springen. Wir nehmen es nun seit 63 Wochen jeden Montag hin, dass die gemeldeten Infektionszahlen vom Wochenende keine Aussagekraft besitzen. Das zeugt von stoischer Ergebenheit. Doch Ungeduld wäre eine bessere Tugend. Und zum Schluss, die nationale Plattform Zukunft der Mobilität sieht in einem pessimistischen Elektro-Szenario plus einen Verlust von bis zu 410.000 Arbeitsplätzen bis 2030. Das beunruhigt natürlich. Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung entwickelte 4 Szenarien zum Erwerbspersonenpotenzial. Ergebnis: bis 2035 verlieren wir zwischen 700.000 und 7,5 Millionen Erwerbspersonen in Deutschland. Als realistisch sehen die Forscherinnen einen Verlust von 2,9 Millionen. Es scheint, dass die Herausforderung der Transformation in der Anpassung von Qualifikation und Arbeitsweise gesamtwirtschaftlich nicht im Verlust von Arbeitsplätzen liegt. Weiterbildung, lebenslanges Lernen, Immigration und längere Erwerbsbiografien sichern Wohlstand und eine zukunftsfeste Industrie. Stillstand hingegen sichert beides wahrscheinlich nicht. Trotzdem kann es regional und unternehmensspezifisch natürlich zu deutlichen Disruptionen kommen. Darauf werden wir regional und spezifisch sozial gerechte Antworten finden müssen. Und in der Kalkulation der nationalen Plattform Zukunft der Mobilität ist nicht einberechnet, dass es Arbeitsplatzgewinne durch Digitalisierung und Neugründung geben kann. Kurz, das ist zu tun. Das ist eine ganze Menge. Wir haben aber die besten Voraussetzungen, es zu schaffen.
Wir brauchen Mut und Zuversicht und dann ist mit Ungeduld auch alles drin. Vielen Dank. Ja, okay. Es ist kein echtes Zoom-Panel, wenn nicht jemand vergisst, die Stummschaltung aufzuheben. Na, deswegen habe ich das gerade nicht gemacht. Sie sind hier wirklich in einem Zoom-Vortrag. Ja, danke, Dirk Evensson, für diesen pointierten, anschaulichen und prägnanten Ausblick, Impulsvortrag zur zukunftsfesten Autoindustrie. Jetzt habe ich die letzte Folie, dieses Hausaufgabenheft für die Regierung, die war fast ein bisschen kurz, aber vielleicht haben wir noch mal eine Möglichkeit, auch die Folien irgendwie noch mal zur Verfügung zu stellen. Ansonsten werden wir auch demnächst ein Interview mit dir veröffentlichen dürfen in unserem Böll-Thema. Vielleicht stehen da auch noch mal ähnliche Sachen drin. Jetzt gehe ich schnell rüber zum Chat und gucke mal, was da für Fragen aufgelaufen sind. Ich werde die einfach jetzt mal so Wildstyle-mäßig runterlesen. Ich werde mal drei runterlesen und dann kannst du gerne dazu Stellung nehmen, aus deiner persönlichen Perspektive. Sehr, sehr gerne. Okay, die erste Frage lautete, müsste es nicht Dekarbonisierung statt Defossilisierung heißen? Kannst du ja gleich mal sagen, wie du das siehst. Dann war noch mal eine Frage, ob du ein Beispiel hast, wo die Digitalisierung jetzt, ich denke mal jetzt bezogen auf den Mobilitätsbereich nur, wo Digitalisierung den Energieverbrauch bottomline reduziert hat, also ohne Rebounds wahrscheinlich ist hier gemeint. Und dann noch die Frage, was ist aus deiner Sicht sinnvoll, Arbeitsplätze in der Autoindustrie wäre es aus deiner Sicht sinnvoll, Arbeitsplätze in der Autoindustrie in die Bahnindustrie zu verlagern? Denn nur mit E-Autos ist die Verkehrswende nicht möglich. Ist eigentlich auch alles schon sehr politische Frage, aber nimm gerne Stellung dazu. Also gerne zur Defossilisierung. Ich habe das noch nicht ausgesprochen bislang, also Entschuldigung. Natürlich, es geht schon klimatechnisch darum, zu sagen, nicht zusätzlich mehr CO2 in die Luft zu blasen. Zusätzlich heißt, ja, es soll eben nicht fossil sein. Ich glaube, dass Dekarbonisierung ein hinreichend komplexer Begriff ist. Es gibt natürlich Technologien, die sagen, ich füge netto nicht mehr CO2 zu als vorher. Das ist dann die Frage grüner Wasserstoff oder dergleichen und dann, ob wir die eben in der Industrie haben möchten. Ich denke, dass wir mit Dekarbonisierung, wenn es um das Thema Klima geht, das schon verstehen, weil für zurzeit eben das, was wir an CO2 haben, zusätzlich hinzukommt. Ansonsten ist natürlich die Frage, ob Dekarbonisierung durch Nettoberechnung sinnvoll ist, berechtigt. Aber ich würde bei dem Begriff bleiben, er ist halt halbwegs eingeführt. Ich fange mal mit dem, ich hatte noch diesen Rebound-Effekt, das muss ich gleich nochmal aufdröseln, Sekunde, aber ich fange mit dem, sollten wir nicht die Bahnindustrie, natürlich das E-Auto an sich, ich habe verkehrspolitisch überhaupt gar keine These hier vertreten, ich habe rein industriepolitisch argumentiert. Natürlich geht es darum, erst einmal Mobilität zu sichern, aber Verkehr zu reduzieren, zweitens geht es um den Modal Shift. Hier geht es darum, was die Automobilindustrie kann. Und da geht es tatsächlich auch darum, dass die Automobilindustrie wahrscheinlich stärker Apple ist als Facebook. Also sprich, es wird eine Hardware-Komponente geben, stärker als nur eine reine Service-Komponente. Das hat was jetzt damit zu tun, dass es eben diesen digitalen Mehrwert im Auto gibt. Dadurch gibt es auch die hochwertschöpfenden Jobs. Umgekehrt gibt es ja auch Car2Go und dergleichen mehr. Das hat ja auch, das war die Diskussion dann dazu geführt, dass es ja viele neue Jobs gab, aber die waren eben halt stärker in der Serviceindustrie. Wir kriegen es in Deutschland schlechterhin, die, sag ich mal, gut bezahlt darzustellen. Also sprich, jenseits der ganzen Frage, wie man datenschutzrechtlich die beiden Unternehmen, die ich jetzt gerade genannt habe, einschätzt. So, die Frage Rebound-Effekt, die muss ich tatsächlich mir nochmal durchlesen, weil ich sie nicht ganz verstanden habe.
Was hat die Industrie bis jetzt geleistet, war, glaube ich, die Frage. Könntest du mir vielleicht nochmal geben? Ja. Könnten Sie ein Beispiel nennen, wo die Digitalisierung den Energieverbrauch reduziert? Also es kann das Beispiel geben, dass wenn wir tatsächlich mit der Digitalisierung schaffen, Autos, und ich rede jetzt Autos im Sinne von auch Lkw, auch Thema Busse übrigens oder eben auch Mikrobusse, wenn wir die schaffen, ein System einzubringen, das System effizienter zu machen, Stichwort Multimodalität, dann ist das natürlich mit Digitalisierung einfacher als ohne das, weil wir damit die Hürden jeweils des Mobilitätswechsels ja etwas senken können. Das ist ja das große Problem, dass Leute einfach ins Auto steigen, auch wenn sie nebendran eine S-Bahn haben, weil sie eben diese Schritte, sie müssten aber umsteigen, nicht haben wollen, sondern lieber von A nach B kommt. Und da gibt es noch viele andere Lock-in-Effekte. Aber Digitalisierung kann diese Lock-in-Effekte unter anderem senken, abgesehen davon, dass es natürlich auch schlicht und ergreifend ein Batteriemanagement nicht nur eine Frage von Strom, sondern auch von Digitalisierung ist. Und kann auch sagen, dass auf jeden Fall das Thema Digitalisierung auch gleich in dem Panel zur Automobilindustrie nochmal eine Rolle spielen wird. Einerseits in der Produktion von Mobilitätsmedien, andererseits dann aber auch in der konkreten Nutzung. Da wird sicher Dörte Schramm von Bosch, hallo Frau Schramm, einiges zu sagen können. Ja, dann hätten wir die Fragen soweit durch. Alles, was jetzt nicht vorgelesen werden konnte oder wo Sie sich jetzt noch nicht sicher waren, ob Sie die Frage stellen, können Sie es ja sich aufheben für das Panel gleich. Dann bedanke ich mich nochmal sehr herzlich bei Dirk Evenson. Danke, dass du heute bei uns warst und uns so diese Diskussion so angetriggert hast. Und ich verabschiede Dirk Evenson und begrüße jetzt Sonja Joost. Vielen Dank. Tschüss, Dirk. Tschüss. Da ist Frau Joost gleich, ich habe sie schon gehört. Hallo Frau Joost, herzlich willkommen zu unserer Baustelle Zukunftsfeste Industrie. Sonja Joost ist Diplom-Ingenieurin und Geschäftsführerin des Startups, des Chemie-Startups Dex Le Chem. Und Dex Le Chem hat innovative Herstellungsverfahren für die nachhaltige Chemieindustrie entwickelt. Das erklärt uns aber Frau Joost selber gleich, weil es immer ein bisschen peinlich ist, wenn Sozialwissenschaftlerinnen versuchen, naturwissenschaftliche Verfahren ordentlich kurz gefasst zu erklären. Deswegen überlassen wir das Frau Joost selber. Frau Joost ist Mitherausgeberin von zahlreichen Magazinen und sie wurde auch schon ausgezeichnet als eine von 25 Erfinderinnen, die Welt verändern. Das ist natürlich super. Das ist natürlich schön, dass wir Sie deswegen dann auch haben. Und ich freue mich jetzt auf Ihren Vortrag, auf Ihren Impulsvortrag zur zukunftsfesten Chemie. Und wir dürfen Sie ja dann auch gleich noch in dem Panel begrüßen. Hallo, Frau Joost. Hallo, genau. Ich freue mich, heute hier zu sein. Vielen Dank auf jeden Fall dafür. Ich schaue mal, dass ich hier meinen Bildschirm teile. Da. So. Genau. Jetzt wenden wir uns von der Automobil- zur chemischen Industrie. Die chemische Industrie ist die drittgrößte Industrie in Deutschland. Deutschland ist neben Japan die drittgrößte Chemienation der Welt. Und die chemische Industrie stellt Produkte her, die uns im täglichen Leben überall begegnen und die auch eine Basis sind eigentlich für unser gesamtes Wirtschaftssystem. Ja, also von, meine Präsentation ist gerade etwas langsam. Von Arzneimitteln über Solaranlagen, kein Auto würde fahren, wir hätten keine Duftstoffe. Wahrscheinlich sitzen Sie gerade auch auf einem Stuhl, der irgendeine Legierung zumindest hat, die chemisch hergestellt wurde. Kein Laptop, kein Mobiltelefon würde funktionieren ohne Produkte der chemischen Industrie. Und
Man hatte mich so ein bisschen gebeten gehabt, erstmal so eine kleine Bestandsaufnahme zu zeigen der chemischen Industrie. Wie funktioniert die eigentlich, ja, heute? Und wo müssen wir hin, wenn wir tatsächlich eine zukunftssichere Industrie haben wollen? Und das versuche ich jetzt erstmal so einen kleinen Überblick zu geben. Wie ist die eigentlich aufgebaut? Was wären Alternativen? Und dann zeige ich nochmal so ein paar Cases, ein paar Fälle, um das ein bisschen anschaulicher zu machen. Und in diesem Zusammenhang werde ich dann auch mal kurz vorstellen, was wir als Unternehmen auch hier beitragen. So, ist natürlich die große Frage, worauf basiert eigentlich die Chemieindustrie? Und da ist es einfach so, dass die Chemieindustrie hauptsächlich auf der Ressource Erdöl, Erdgas basiert. Ja, und was ist das eigentlich? Das sind Kohlenwasserstoffe hauptsächlich. Langkettig, kürzerkettig und das war alles mal, wir kennen das vielleicht noch aus dem Schulunterricht, ja, das waren mal Pflanzen, die dann unter viel Druck im Erdinneren eben zusammengepresst worden sind und sich dann umgewandelt haben in diese langkettigen grünen Wasserstoffe. Und heute ist es so, dass die eigentlich ja, vergleichbar sind mit Bausteinen, mit denen man ganz, ganz viel all diese Produkte, die ich vorher genannt habe, herstellen kann. Und getrennt wird diese dunkle Erdölmischung destillativ. Und der große Vorteil bei destillativen Verfahren ist, dass man da sehr reine Produktfraktionen bekommen kann. Das heißt, ich kriege ganz viele von meinen roten Bausteinen, von meinen gelben, von meinen grünen und kann damit dann wieder ganz, ganz viele unterschiedliche Häuser aufbauen. Ja, von einem Arzneimittel über ein Vitamin, über ein Polymer, was auch immer. Und das ist eigentlich der große Vorteil, warum sich diese erdölbasierte Chemie durchgesetzt hat. Menschen haben auch schon vor der Erdölchemie viel chemische Reaktionen gemacht. Da wurde ganz viel in Wasser beispielsweise gemacht. Und das gab dann aber diesen Shift hin zu dieser Erdöl-Erdgaschemie. Und es hat uns halt einfach auch ganz viele wertvolle Produkte für unser tägliches Leben geliefert. Jetzt ist aber natürlich die große Herausforderung, Erdöl, Erdgas sind nicht nur endlich, sondern sie führen auch dazu, dass sich unser Klima verschlechtert, also der Verbrauch davon, dass es hohe CO2-Emissionen gibt, also die chemische Industrie. Selber gibt es unterschiedliche Berechnungen, zwischen 4-5% von allen Greenhouse-Gas-Emissions, also von allen Treibhausgasen, entsteht durch die chemische Industrie. Und ja, jetzt ist die große Herausforderung, wie können wir es eigentlich schaffen, diese chemische Industrie, diese Ressourcenbasis umzustellen. Gleichzeitig gehört aber auch zu einer Nachhaltigkeit ein Toxic-Free Environment. Das ist die große Chemikalienstrategie, die die EU-Kommission Ende letzten Jahres ausgerufen hat. Und wir kennen das auch alle irgendwie, oft in den Nachrichten gehört, irgendwelche Chemikalien, die sich dann anreichern in der Umwelt, wenn das Problem mit dem Plastik in den Weltmeeren und so weiter. Das ist alles kein nachhaltiges Produktionssystem. Und jetzt, wie kommen wir dahin, weg von dieser Ressource Erdöl, aber natürlich auch hin zu einer nicht giftigen, nachhaltigen Chemieindustrie. Und was ist eigentlich die große Herausforderung, wenn man jetzt nicht mehr Erdöl als Ressource einsetzen möchte, Biomasse, Holz beispielsweise. Also nur mal noch als Hintergrundinformation, wenn ich diese Auftrennung von diesen einzelnen Bausteinen hier vornehme, arbeite ich bei ziemlich hohen Temperaturen, 400 Grad. Ja, das ist schon sehr energieintensiv. Gleichzeitig ist es so, dass ich gar nicht genügend
kleine Bausteine rausbekomme. Ja, ich habe sehr viele von diesen richtig langen Ketten und die muss ich dann wieder spalten. Das nennt sich Cracken. Und da arbeite ich sogar bei Temperaturen bis 900 Grad. Also das sind alles sehr energieintensive Bereiche. Und wenn ich jetzt aber mir anschaue und sage, okay, ich möchte ganz gerne doch Biomasse einsetzen, habe ich die große Herausforderung hier, dass Holz beispielsweise ja schon ein fertig gebautes Haus ist. Also auch da muss ich wieder rangehen und sagen, ich muss irgendwie diese Chemikalien, diese Molekülstrukturen wieder ausspalten, um dann wieder zu kleineren Einheiten zu kommen. Und gleichzeitig ist das auch nicht besonders homogen. Ja? Also ich kriege da auch wieder sehr unterschiedliche Bausteine und so weiter. Und das führt oft zu einer Verteuerung der Prozesse. Auf der anderen Seite haben wir auch gerade gesehen, okay, 400 Grad, 900 Grad, ja, das ist ja auch irgendwie alles ziemlich energieintensiv in der Erdölchemie. Warum kriege ich denn das jetzt nicht auch hin mit anderen Rohstoffen und oder vergleichsweise mit anderen Rohstoffen? Ich glaube, viele Forscher auf der Welt haben immer wieder die ernüchternde Erkenntnis gemacht, dass sie vielleicht das geschafft haben, einen Baustein viel energieeffizienter und auch kostenkompetitiver herzustellen. Die sind dann aber gescheitert, das Ganze in die Industrie zu implementieren. Und eine ganz große Herausforderung hier ist eigentlich ja, das Prinzip eines Verbundes. Man kann sich das ein bisschen vorstellen wie ein Kartenhaus. Also große Chemie-Verbundstrukturen arbeiten so, dass eigentlich die sind hochoptimierte Systeme. Ja, wenn irgendwo ein Abfall entsteht oder ein Nebenprodukt, dann wird das wieder als Rohstoff woanders eingesetzt. Und das führt dann aber am Ende dazu, wenn ich jetzt ankomme als Forscher und möchte gerne eine Karte da austauschen, dann würde im Zweifel das ganze System zusammenfallen. Und das heißt, ich konkurriere nie mit einem einzelnen Baustein, sondern ich konkurriere eigentlich immer mit einem ganzen System, wenn ich im Bereich der Basis Grundchemikalien bin. Und das ist hier an der Stelle so schwierig. Wir müssen eigentlich neue Verbundstrukturen im nachhaltigen Bereich schaffen. Und teilweise gelingt das auch, einzelne Karten auszutauschen. Ja, kennt man ja vielleicht auch, wenn man selber mit Kartenhäusern zu Hause hantiert, kriegt man an der einen oder anderen Stelle auch hin. Aber es ist natürlich auch hier im übertragenen Sinne durchaus schwierig. Und so, das ist jetzt natürlich die Frage, okay, was machen wir denn? Ja, es soll ja darum gehen, heute mal zu diskutieren, was sind denn adäquate Strategien, um doch eine nachhaltige, eine zukunftssichere Chemieindustrie zu schaffen. Und die UNEP, also das Umweltprogramm der UN, hat vor kurzem ein interessantes Papier rausgebracht. Und die sagen, eigentlich brauchen wir auf der Welt eine Kombination von sogenannten Push- und Pull-Strategien. Ja, einerseits muss die Politik einen Rahmen schaffen und im Zweifel auch Stoffe verbieten, um damit auch wieder einen Anreiz zu schaffen für Innovation. Es gibt so einen geflügelten Ausdruck, Innovations or Inventions follows Regulations. Ja, manchmal muss man einfach regulieren, damit sich wieder was bewegt im Markt. Und hier sind so ein paar Beispiele mal genannt. Wenn wir uns so die letzten Jahre anschauen, große Dinge, die wirklich die Chemieindustrie signifikant beeinflusst haben, ja, waren Dinge, die durchaus das Klima auch tangiert haben. Da vor allem Verbot der FCKWs. Mir so spontan eingefallen, im Bereich Biodiversität, ja, das Thema Mikroplastik im Meer, irgendwann konnte man das ja auch nicht mehr ignorieren. Aber auch das Thema Gesundheit, ja, das Teflon.
Vielleicht haben auch heute immer noch viele Leute eine Teflonpfanne zu Hause. Es war ja irgendwann dann bekannt, dass es krebserregend ist, durfte aber immer noch jahrelang weiterverkauft worden, bis es dann letztendlich wirklich verboten wurde. Und das hatte gesundheitliche Gründe. Und da an den einzelnen Stellen, das sind so Beispiele für eine Push-Strategie. Auf der anderen Seite gibt es aber natürlich auch die Möglichkeit von einer Pull-Strategie. Das heißt, irgendwie dafür zu sorgen, dass mehr nachhaltige Innovationen im Markt landen. Und da sind wir momentan in Deutschland relativ schwach aufgestellt. Es gibt bestimmte Förderprogramme, zum Beispiel das KMU Innovativ, wo es dann zur Steigerung der Ressourceneffizienz geht. Aber das sind so Dinge, die auch nicht auf die Breite angelegt sind. Und das heißt, da haben wir wirklich noch ganz viel Raum für Verbesserung. Und ja, was könnte man tun? Man könnte zum Beispiel längere Patentlaufzeiten machen für nachhaltige Produkte. Ja, Arzneimittel, die nicht akkumulieren in der Umwelt. Oder Produktionsprozesse, die nachhaltiger sind. Dann Wachstumskapital für Startups zur Verfügung stellen. Nur zu versuchen, die alte Industrie zu transformieren, wird dem Thema nicht gerecht. Wir haben es gesehen in der Automobilindustrie. Tesla ist mehr wert als die ganzen alten deutschen Automobilunternehmen zusammen. Und es wird das Gleiche auch in der Chemieindustrie passieren. Wir sehen das, dass gerade in den USA schon die ersten richtig großen Start-ups am Entstehen sind. Und die Frage ist nicht, ob das passieren wird. Die Frage ist nur, werden auch deutsche Unternehmen darunter sein? Ja, weil die alte Industrie zu transformieren, Stichwort Kartenhaus, hat halt wirklich Herausforderungen. Und da sind ganz viele neue Player, die sich positionieren. Es fließt auch mehr Kapital insgesamt in nachhaltigere Technologien, auch wenn wir wirklich Schwierigkeiten im Chemiebereich haben. Das heißt, wir brauchen auch da Wachstumskapital für Startups. Ja, der Zukunftsfonds der Bundesregierung ist nicht geeignet für Chemie-Startups, weil man immer Co-Investoren braucht. Es gibt aber im Prinzip in Deutschland und Europa fast keine Co-Investoren, die in Chemie-Startups investieren wollen, weil ich das nicht so schnell zum Wachstum bringen kann in der Regel wie andere, einfachere Geschäftsmodelle von Startups. Und ja, was kann man noch machen? Man könnte bei den gesetzlichen Krankenkassen, ja, die haben über Jahre Milliarden an Überschüssen erwirtschaftet. Warum koppelt man da die Tendervergabe, also die Auftragsvergabe bei den gesetzlichen Krankenkassen, nicht an harte Nachhaltigkeitskriterien? Man könnte ein Fast-Track-Verfahren für nachhaltige Produkte bei den Zulassungen machen. Wenn ich heute ein neues Generikum auf den Markt bringen will, dauert das ein Jahr nur, bis ich tatsächlich durch die Regulierung durch bin. Für Unternehmen, die sich auskennen damit. Für Startups eine komplette Katastrophe. So, also das sind nur mal so ein paar Anreize. Muss mal ganz kurz, Frau Kroll, wie viel Zeit habe ich noch? Wenn Sie noch so eine Minute reden, dann hätten wir noch so 5-6 Minuten für Rückfragen. Okay, ich schaue mal. Jetzt natürlich die Frage, was ist die beste Strategie? Ja, man könnte zum Beispiel, es gibt die Abfallpyramide, seit 2012 Teil vom Kreislaufwirtschaftsgesetz in Deutschland, ist aber nicht verbindlich für Produzenten. Das könnte man verbindlich machen und sagen, okay, jeder Produzent muss systematisch bei seinen neu zugelassenen Produktionsprozessen schauen, kann man die Ressourcen reduzieren, reusen, recyceln. Ist ja bisher nicht. Dann gibt es Moleküle, die sich wie Bild und Spiegelbild zueinander verhalten. Und manchmal ist eine Bild, die eine Strukturvariante wird eingesetzt als Arzneimittel. Wenn man das andere zu sich nehmen würde, würde man entbinden, es würde schädigen. Manchmal ist es auch total harmlos. Und in der Produktion von solchen Stoffen ist es so, dass beispielsweise bei der Herstellung von Adrenalin ein Produktionsprozess verwendet wird, der läuft seit 80 Jahren auf die gleiche Art und Weise. Ja, da werden keine Katalysatoren eingesetzt, da entsteht immer eine Mischung, das muss ich aufwendig trennen. 50% von der eingesetzten Ressource werden weggeschmissen.
seit ungefähr 20 Jahren gibt es Katalysatoren, die das nicht mehr notwendig machen. Ja, da wird nur die gewünschte Struktur hergestellt. Aber auch hier ist es einfach so, das sind alles Verfahren, die laufen in erdölbasierten organischen Lösungsmitteln ab. Und man könnte diese Lösungsmittel ganz smart durch Wasser ersetzen. Das ist das, was wir machen. Und dann auch diese Katalysatoren das erste Mal wiederverwenden, was nach Stand der Technik sonst normalerweise nicht möglich ist. Und damit sinken die Produktionskosten. Ja, also bis zu 30%. Wir haben viele Kunden in 8 unterschiedlichen europäischen Ländern, haben auch schon für die USA gearbeitet. Das ist alles möglich, wird aber auch nicht systematisch gemacht. Jetzt noch ein ganz letztes Beispiel, das ich Ihnen gerne zeigen möchte. Ja, diese Problematik mit Bild, Spiegelbild. In bestimmten Fällen könnte man das einfach verbieten, weil eben der Einsatz hier zum Beispiel von Metoprolol ist der meistverschriebenste Beta-Blocker auf der Welt. Da ist nur eine Struktur wirklich aktiv, die andere schädigt aber nicht. Deswegen wird das zusammen eingesetzt. Das heißt, der Patient bekommt doppelt so viel an Medikation, als er eigentlich bräuchte. Das ist schon mal das Erste. Dann ist es so, dass nur 90% abgebaut wird und 10% davon akkumulieren sich in der Umwelt. Und das ist eines der größten Gifte in der Umwelt, die sich immer weiter akkumulieren. Und wir könnten nach Stand der Technik ganz einfach diese Verwendung als Mischung verbieten. Das würde am Ende zu einer Kosteneinsparung in der Produktion führen. Und ich würde die Umweltbelastung mit einem Schlag um 50% reduzieren. Also nur mal so 2 Beispiele, um zu zeigen, wie groß eigentlich das Feld ist, wo wir heute schon sind, was aber noch nicht so umgesetzt wird. Und genau, jetzt stoppe ich hier mal meinen Bildschirm. Ja, super. Vielen Dank, Frau Joost, für diesen Grundkurs in Chemie und in der chemischen Industrie. Ich denke, das war für viele Zuschauer auch nochmal gut, den Zusammenhang zu sehen. Danke auch für Ihre starken Aussagen. Inventions follow innovation, habe ich mir notiert. Nur zu versuchen, die alte Industrie zur Transformation wird vielleicht nicht gelingen. Ich habe dann direkt auch noch geschrieben, wann kommt der Tesla für die Chemieindustrie? Vielleicht 2 Fragen und dann gehen wir in die Panels rein. Es gab 2 Fragen zu Plastikmüll. Nämlich einmal die Frage an Sie, Frau Joost, könnte Recycling, warum wird so wenig Plastik recycelt? Können Sie das kurz erörtern? Also ich glaube, dass da einfach die Recyclingketten nicht geschlossen sind, aber da gibt es zum Beispiel auch ein ganz tolles Start-up, Holy Poly, was ich auch mit unterstütze, die sind genau darauf spezialisiert, diesen Kreislauf zu schließen und Unternehmen dabei zu beraten, wie sie ihre Produkte auch langfristig wirklich im Kreislauf führen können. Das ist da eigentlich das Hauptproblem. Also damals, als unser Recycling-System aufgestellt wurde, war es eines der innovativsten auf der Welt. Mittlerweile haben wir über Jahre nicht nachjustiert. Und wie das halt dann so häufig ist, dann kommen halt die Fehler im Betrieb, machen sich dann bemerkbar. Und dann deswegen ist es wichtig und ist ja auch mit einer gute Forderung der Industriestrategie der Grünen tatsächlich, dass sie auch das Recycling-System überarbeiten wollen. Die Kreislaufwirtschaft. Ja, genau. Und viele von den Sachen sind halt heterogen. Da werden dann unterschiedliche Polymere miteinander gemischt. Und ja, also ich glaube, dass oft die Unternehmen, die am Ende das Recycling die Abfallentsorgung machen, denen vielleicht dann auch die Kompetenzen fehlen, was jetzt die unterschiedlichen Polymerarten anbelangt und so weiter. Also ich glaube, da muss man wirklich ein bisschen mehr Brücken bauen an der Stelle. Ja. Okay, dann, sehr geehrte Damen und Herren, bitte entscheiden Sie sich jetzt, durch welches Türchen Sie jetzt gehen. Sie sehen jetzt im Chat eingeblendet die Links zum Automobilindustrie im Zukunftscheck und zur Chemieindustrie im Zukunftscheck.
Ich bedanke mich nochmal herzlich bei Frau Joost. Sie ist jetzt auch gleich im Chemiepanel dabei. Ich persönlich gehe jetzt auch ins Chemiepanel. Und bitte klicken Sie jetzt da drauf, Kenncode Baustelle, ganz innovativ. Und bis dann. Regierungs- und Politikbeziehungen bei der Robert Bosch GmbH. Frau Schramm, schön, Sie zu sehen. Schön, dass Sie dabei sind. Dann möchte ich begrüßen Stavros Christidis. Er ist stellvertretender Betriebsratsvorsitzender bei Volkswagen Nutzfahrzeuge und ist dankenswerterweise eingesprochen. Möglicherweise sehen Sie in den älteren Programmschriften noch den Namen Bettina Murkovic. Frau Murkovic ist leider gesundheitlich ausgefallen. An der Stelle nochmal alles Gute. Wir hatten ein großartiges Vorgespräch, gute Besserungen. Aber Herr Christidis, wir freuen uns sehr, dass Sie hier heute mit uns diskutieren, vor allem auch über die Anliegen der Beschäftigten und dass wir gemeinsam mal nicht nur auf den Pkw, sondern halt auch wirklich auf den Nutzfahrzeugsektor schauen. Herzlich willkommen nach Hannover. Danke, ich freue mich. Ja, und dann ist Matthias Gastel bei uns, den ich ganz, ganz herzlich begrüße. Matthias Gastel ist bahnpolitischer Sprecher der Grünen Bundestagsfraktion. Und ich freue mich wirklich sehr, Herr Gastel, dass wir heute mal über Dinge sprechen können, die auf einer Straße fahren. Ich höre Sie sonst eigentlich, wie zum Beispiel gestern, immer nur zum Thema Güterverkehr, Schienengüterverkehr, natürlich auch Personen, Güter, alles, was auf der Schiene sich hin und her bewegt. Aber ich bin mir sicher, dass das auch großartig wird. Sie kennen ja als Mitglied des Bundestagsausschusses für Verkehr und die digitale Infrastruktur, dem Sie für Bündnis 90 Die Grünen angehören, ja auch die politischen Debatten. Und auch an Sie wirklich nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön für alle, die sich jetzt wundern.
Es ist tatsächlich so, dass Herr Gastel gestern Abend noch oder heute im Laufe des Tages ganz spontan eingesprungen ist für Herrn Özdemir, der aus privaten Gründen kurzfristig abgesagt hat. Auch an dieser Stelle nochmal ein Dankeschön an Herrn Özdemir und alles Gute. Deswegen haben wir hier ein Panel, was ein bisschen anders aussieht, aber ich bin mir sicher, die Fragen sind so interessant und drängend. Wir werden sicherlich hier interessante Minuten miteinander verbringen. Herr Gastel, herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind. Ja, gerne. Danke. Es geht nicht nur um die Fragen, die ich hier jetzt die ganze Zeit stelle, sondern Sie sind natürlich auch ganz, ganz herzlich eingeladen, Ihre Fragen in den Chat zu schreiben. Die werden dann entweder vorgelesen oder Sie können auch zugeschaltet werden nachher, wenn Sie das möchten. Also wir freuen uns auf eine rege Diskussion. Auch im Publikum beziehungsweise aus dem Publikum, weil das Thema Mobilität betrifft natürlich die Lebenswelt von vielen Menschen. So, jetzt habe ich erstmal, ich heiße Nadine Lindner, das können Sie lesen. Ich arbeite eigentlich sonst fürs Deutschlandradio im Hauptstadtstudio. Ich bin zuständig für die Verkehrspolitik und für die AfD und freue mich sehr, hier jetzt mit Ihnen diskutieren zu können. Ich würde jetzt gerne gleich losstarten wollen und die Teilnehmer bitten, sich so in 5 Minuten einfach noch mal kurz selber vorzustellen, damit sie im Publikum auch die Möglichkeit haben, die Person ein bisschen kennenzulernen, aber natürlich auch die Standpunkte kennenzulernen. Deswegen würde ich gerne mit Frau Schramm beginnen und ich habe das gestern schon gemacht. Ich bin sehr streng mit der Uhr. Ich fange dann an, mit den Händen zu winken und da falle ich Ihnen dann auch gnadenlos ins Wort, wenn Sie zu sehr überziehen. 2 Fragen würde ich Ihnen gerne mit auf den Weg geben. Die erste Frage ist, als Abteilungsleiterin für Regierungs- und Politikbeziehungen bei Robert Bosch, was machen Sie da eigentlich den ganzen Tag und was hat das mit Klimaschutz im Verkehrsbereich zu tun? Und die zweite Frage ist, wie sehen für Sie eigentlich die Lösungen aus, die es braucht, um Klimaschutz im Verkehr im Jahr 2030, dann aber auch im Jahr 2050 auch wirklich erreichen zu können? Frau Schramm, bitteschön, ich freue mich sehr. Ja, vielen Dank und hallo in die Runde. Kurz zu meiner Person. Made in Germany, Mecklenburgerin, seit 5 Jahren bei Bosch, zuständig für Politik- und Regierungsbeziehungen. Vorher auf der anderen Seite, das heißt lange im Europäischen Parlament gearbeitet, im Verkehrsausschuss, dann bei den Vereinten Nationen zu internationalen Fahrzeugstandards. Klingt nicht sehr sexy, ist aber wichtig. Und dann auch noch eine kurze Zeit beim BDI, Bundesverband Deutsche Industrie. Das heißt, einmal den Rundumschlag. Was mache ich bei Bosch den ganzen Tag? Also so wie jetzt gerade auf Panels sitzen, ansonsten in Verbandssitzungen oder direkt mit der Politik sprechen. Bei uns vornehmlich, wenn ich nach Berlin schaue, Umwelt-, Verkehrs- und Wirtschaftsministerium und in Brüssel eben die EU-Kommission, Parlament und die Mitgliedstaaten. Und zusammengefasst versuchen wir immer, der Politik so ein bisschen Bosch zu erklären und umgekehrt dem Bosch die Politik. Ich glaube, das können die Kollegen von Volkswagen bestätigen. Welche Lösungen für den Klimaschutz aus unserer Sicht wichtig sind für 2030 und darüber hinaus, ist relativ einfach. Wir setzen auf den Mix an CO2-armen Technologien. Als Zulieferer bieten wir die ganze Bandbreite an. Das heißt, wir glauben, bei den großen Anstrengungen, die vor uns liegen und bei den Verschärfungen, die auch noch weiterhin anstehen werden, schaffen wir das aus einer Kombination von Technologien. Das heißt, Electrification first, das heißt zuallererst natürlich Elektrifizierung, dann ganz klar bei Brennstoffzelle Wasserstoff und als zweiten wichtigen Pfeiler natürlich die Kraftstoffe an sich, das heißt das Defossilisieren, dass wir gucken, dass wir was in die Tanks reinpacken, auch CO2-neutral bekommen. Das sind aus unserer Sicht jetzt ganz speziell nur für den Pkw- und Lkw-Verkehr die Mittel, um die Lösung zu haben. Und ein zweiter Bereich wird natürlich sein, da kommen wir vielleicht später auch drauf zu, der ganze Bereich Digitalisierung. Wie kann Digitalisierung dazu beitragen, auch den CO2-Fußabdruck zu senken? Da setzen wir bei uns sehr stark auf den Einsatz von KI, künstlicher Intelligenz, die sicher, einfach, robust und erklärbar sein muss und wo immer der Mensch und Nutzer im Fokus steht. Und das vielleicht so als Anfang, als Teaser. So, es ist keine Zoom-Konferenz ohne vergessenes Mikrofon oder ohne, dass man den Button nicht findet. Wir hatten das ja eben schon. Frau Schramm, also ich bin völlig hingerissen. Das waren 2 Minuten und das war wirklich ein dichtes Programm. Ich würde aber gerne nochmal dann die Gelegenheit nutzen und da eine Frage hinterher schieben. Sie haben das eben so schön umschifft. Sie meinen aber schon synthetische Kraftstoffe, die Sie dort im Blick haben. Und dann wäre natürlich auch die Frage, die dann auch für den Pkw. Und eine Frage ist natürlich auch noch interessant, die der Beschäftigung. Sie haben eben viel über Technologie gesprochen, aber Bosch hat ja auch 400.000 Beschäftigte. Vielleicht könnten Sie da noch mal so ein bisschen über das Verhältnis von sogenannten alten Industrien, vor allem
in Ihrem Business als Zulieferer sprechen, ja, welche Bedeutung das hat, um auch das Unternehmen noch ein bisschen besser zu verstehen, weil die Bruchlinie geht ja bei Ihnen quasi dann auch direkt durch. Genau, mitten rein. Also natürlich meine ich E-Fuels, synthetische Kraftstoffe hergestellt aus erneuerbaren Energien und da für den vorrangig natürlich für den Bestand. Das heißt, der Einsatz für die Flotte, die wir noch vor uns herschieben, über 2030 hinaus. Da gibt es verschiedene Zahlen. Jedes Unternehmen hat seine eigenen, aber es wird einen Bestand geben. Und dafür wichtig, eben auch einen Beitrag zu leisten, um Klima zu reduzieren. Unsere Analysen sagen, wenn wir solche Kraftstoffe, alternative Kraftstoffe einsetzen, Wasserstoff, E-Fuels, dann können wir die Klimaziele früher erreichen, also früher auch bei 2050 oder 2045 landen. Tun wir das nicht, wird es uns schwerfallen, die Klimaziele punktgenau zu erreichen. Das ist vielleicht halt der Punkt. Und bei uns ist ganz klar, der Wandel ist natürlich auf die Beschäftigung, hat einen ganz klaren Fokus. Das heißt, wir werden auf dem Weg der Transformation auf der einen Seite natürlich Mitarbeiter verlieren, auf der anderen Seite aber auch dazu gewinnen. Ich glaube, das ist genauso dieses Verhältnis. Und da zu gucken, dass man eben von Standort zu Standort vorgeht, das ist, glaube ich, so ein Bosch-Weg, den wir gerne beschreiben, dass wir keine pauschalen Lösungen haben, sondern uns jeden Standort genau angucken. Und wenn wir das jetzt mal fokussieren auf auch Ihre Frage ganz konkret, Diesel und Benzin, also unser klassisches Antriebsgeschäft, dann haben wir weltweit 80.000 Mitarbeiter, die in diesem Geschäftsfeld arbeiten, davon circa die Hälfte im Dieselbereich. Und wir sehen es so, dass wir in unseren Stammwerken zum Beispiel jetzt in Deutschland, wenn ich zurückzoome auf Deutschland, das so tun, dass wir die Qualifikation für Entwicklung und Fertigung auch aus dem Benzin- und Dieselbereich holen. Das heißt, wir konnten heute schon mehr als die Hälfte der Stellen intern für die Elektromobilität aus unserem Bestand besetzen. Das ist das eine. Und das, also das heißt, das Verbrennergeschäft, die Kollegen, die bei Diesel und Benzin arbeiten, arbeiten bei Elektro. Das sehen wir unter anderem auch natürlich für den Bereich Brennstoffzelle und Wasserstoff. Und dann ist es so, dass wir natürlich, da können wir auch nochmal, wenn wir bei Beschäftigung den Rahmen weiter aufmachen, genau reingucken, unternehmensweite Vermittlungsplattformen haben. Das machen wir nicht erst seit gestern, schon sehr, sehr lange. Und wir haben die ganz große Herausforderung, wir brauchen ja hochqualifizierte Fach- und Führungskräfte. Das heißt, seit 5 Jahren haben wir mittlerweile schon mehr als 1 Milliarde Euro investiert in Qualifizierung der Mitarbeiter und speziell auch wieder auf den Dieselbereich fokussiert und Benziner haben wir Transferqualifizierungsprogramme. Das heißt, wir können Mitarbeitern anbieten, sich zu qualifizieren zwischen 4, 7 Wochen, 6 Monaten, 12 Monaten in den Bereich Software einzusteigen, in den Bereich KI einzusteigen oder auch in den Bereich Elektromobilität einzusteigen. Das sind Investitionen, die nicht unerwäglich sind, weil sie natürlich auch der Mitarbeiter, der sich dann qualifiziert und für 6 Monate nicht am Arbeitsplatz ist, Arbeitsausfall hat und so weiter. Aber das sind Dinge, die wir und auch viele andere Unternehmen machen. Ganz, ganz herzlichen Dank, Frau Schramm. Wir kommen da sicherlich noch mal drauf zurück. Ich würde jetzt gerne den Herrn Christides mal zu Wort kommen lassen, der die Seite der Beschäftigten nochmal schildert. Herr Christides, die gleichen Fragen würde ich auch an Sie reichen, stellvertretender Betriebsratsvorsitzender bei Volkswagen Nutzfahrzeuge. Könnten Sie ein Wort einfach zu Volkswagen Nutzfahrzeuge sagen? Was stellen Sie dort her? An welchen Markt denken Sie dort eigentlich? Wen haben Sie da bei diesen Produkten vor Augen? Was ist das für ein kleines, lustiges Auto, das Blaue, was man da hinter Ihnen sieht? Das hat sicherlich auch eine Bedeutung. Und auch, dass Sie aus der Sicht von Volkswagen mal den Weg aufzeigen, die Lösungswege, die Sie zum Thema Dekarbonisierung, zukunftsfeste Automobilindustrie so vor Augen haben. Ja, gerne. Also mal zu skizzieren, was machen wir in Hannover? Wer sind wir in Hannover? Wir sind eine eigenständige Marke im Konzern, also Volkswagen Nutzfahrzeuge, das wissen viele halt nicht. Und Hannover ist eben halt das Zentrum von Volkswagen Nutzfahrzeuge. Wir haben dann noch 2 Werke in Polen, in Września und in Poznan. Wir haben uns spezialisiert und das ist auch unser DNA auf Nutzfahrzeuge, also quasi den klassischen Rettungswagen als Beispiel oder Zulieferfahrzeuge, also Fahrzeuge auch, die wirklich für die Mobilität auch in der Zukunft notwendig sein werden. Und wir haben in Hannover, damit Sie so mal so ein Gefühl kriegen, was dort produziert wird, wir haben den klassischen Bulli. Ja, ich glaube, es ist eine Ikone unter den Nutzfahrzeugen. Den stellen wir her seit Jahrzehnten.
Und wir haben hier nun mal einen großen Wandel jetzt vor uns, vor der Brust. Und zwar, wir haben 2018 eine Standortvereinbarung abgeschlossen mit dem Unternehmen, wo wir eben halt beschlossen haben oder entschlossen haben, dass wir in eine neue Welt gehen. Ich sage das immer ganz plastisch, damit das auch wirklich jeder versteht. Die alte Welt, in der alten Welt ging es nur darum, produzieren wir den Nachfolger? Wenn ja, in welcher Stückzahl? Wie nimmt der Kunde dieses Fahrzeug an? Und wie können wir als Betriebsrat dort die Beschäftigung realisieren und Benefits für die Kolleginnen und Kollegen erreichen? So, in der neuen Welt war es ziemlich schnell deutlich, dass wir in eine Transformation gehen müssen. Transformation bezogen auf die Produkte. Und das heißt, dass wir in diesem Jahr, also in 2021, in der zweiten Jahreshälfte, den T7, also das ist der klassische Multivan-Fahrzeug, ein Pkw-Ausrichtung des T7s, des Transporters halt zum Anlauf bringen halt. Und im nächsten Jahr, zum Ende nächsten Jahres, werden wir den ID.Buzz haben. Der sieht so ähnlich wie das Fahrzeug hinter mir. Und der ID.Buzz wird quasi, ja, die Bulli-Gene fortführen, aber voll elektrifiziert. Und die Planung ist zumindest ein heutiger Stand und wir hoffen auch, dass das so kommt, dass ab 2024, 2025 wir noch ein SUV-Projekt in Hannover kriegen, auch voll elektrifiziert. Das bedeutet, dass wir dann einen Standort haben, auch hier in Hannover, der zu 85% Antriebstransformation bewältigt, also vom klassischen Verbrenner gehen wir jetzt immer mehr in Elektromobilität und das ist jetzt mit jedem Anlauf Jahr für Jahr wird das extremer und so ist erstmal die Strategie für die nächsten Jahre, wie wir das ganze Thema auch bewältigen wollen, denn, das kann ich glaube ich hier auch ausführen, das letzte und vorletzte Jahr hat Volkswagen Nutzfahrzeuge sehr hart getroffen, durch die CO2-Strafzahlung, die auch richtig waren. Ich glaube, das waren, ich glaube, es geht ja nicht nur für über Volkswagen, sondern generell die Automobilindustrie so ein Zeichen, dass man was machen muss. Das waren harte Strafen, wo wir auch wirklich unter Druck gekommen sind als Betriebsrat, als Arbeitnehmervertreter. Und diese Strafen, also diese CO2-Compliance-Strafen werden wir noch in diesem Jahr noch bezahlen müssen, wahrscheinlich noch 22. Und wir hoffen, und so ist die Planung, dass wir ab 2023 compliant sind. Und das ist, glaube ich, eine wesentliche Antwort auf die Zukunft von VWN, auf die Zukunft vielleicht auch der Automobilität in unserer Branche, in unserer Klasse, sage ich mal in Anführungsstrichen. Und im Zuge der Beschäftigung kommt mir diese Diskussion auch sehr zu kurz, sage ich mal, auch oft. Die Transformation ist wichtig, das haben wir verstanden. Wir sind auch für nachhaltige Produkte, aber das muss natürlich im Einklang passieren, auch mit der Beschäftigung. Und es war auch schon vor der Transformation, war es schon sehr schwierig für uns als Betriebsräte bei Volkswagen, Standorte abzusichern und auch die Verträge, die wir haben, auch abzusichern. Das Unternehmen hat immer wieder versucht, Druck auszuüben und versucht es immer noch, Arbeitsplätze in Ausland zu verlagern. Und wir merken jetzt auch, dass das Thema Transformation zum Anlass genommen wird vom Unternehmen, uns weiterhin unter Druck zu setzen. Und das erschwert unsere Position und natürlich auch unsere Kommunikation an die Belegschaft, weil das ist ein ganz wesentlicher Punkt, wo wir uns noch fokussieren müssen auf die Kommunikation. Warum wird das gerade gemacht? Warum ist das wichtig? Und nicht so einen Keil zu treiben zum Thema Nachhaltigkeit und Beschäftigungssicherung. Im Gegenteil, Sie haben das Dreieck vorhin erwähnt. In der Richtung denkt die IG Metall auch und ganz klar wir als Betriebsrat auch. Ja, Herr Christides, ich hätte noch zwei Nachfragen. Wie viele Mitarbeiter sind denn da bei Ihnen eigentlich am Standort so unterwegs und wie viele Arbeitsplätze würden Sie als gefährdet ansehen durch sozusagen die neuen Antriebsstränge? Können Sie das beziffern? Ja, das kann ich beziffern. Wir haben zurzeit um die 14.000 Kolleginnen und Kollegen in Hannover. Und durch den Standortvertrag, den wir abgeschlossen haben mit der
Belegung der Produkte werden wir zu 2028, 2029 unter 11.000 Beschäftigte sein. Das ist aber jetzt auch ein bisschen schwierig. Das ist nicht nur der Transformation mit der im Zuge der neuen Antriebsformen zu honorieren, sondern wir haben, wie gesagt, weiterhin Kostendruck, Produktivitätsdruck und auch das Thema Digitalisierung schlägt auch da rein. Und deshalb sind das so Themen, wo wir aufpassen, dass die nicht vermischt werden. Und wir sagen, ja, wir reduzieren unsere Belegschaft, aber unter sozialen Gesichtspunkten. Also sprich, wir haben Projekte wie Altersteilzeit, wo Kolleginnen und Kollegen, wenn sie die annehmen, eben halt ausscheiden. Das sind sozialverträgliche Projekte. Hier wird niemand gekündigt, sage ich mal in Anführungsstrichen. Mhm. Aber es ist nicht nur, und das wollte ich sagen, es ist nicht nur die Transformation in E-Mobilität, das ist beides Digitalisierung und die Transformation. Mhm. Alles klar, Christine. Dann erstmal herzlichen Dank für die Eindrücke aus Hannover. Und dann möchte ich das Wort gerne an Matthias Gastel weitergeben, der uns vor allem auch über die politischen Rahmenbedingungen noch mal ein bisschen Auskunft geben kann, über das, was Sie jetzt aus der Legislaturperiode vielleicht so aus dem Verkehrsministerium gehört haben und das, was auch die Grünen dann dagegen stellen möchten. Und natürlich auch gerne an Sie die Gelegenheit, noch mal zu erläutern, wie Ihr Tagewerk durch den Klimaschutz im Verkehrssektor mitgeprägt wird. Ja, mache ich gerne. Ich bin jetzt sehr kurzfristig eingestiegen, aber das kriegen wir, glaube ich, hin, weil das ja Themen sind, die, wenn man Verkehrspolitik macht und auch wirtschaftspolitisch interessiert ist und motiviert ist von Umwelt- und Klimaschutzgedanken, dann beschäftigt man sich natürlich trotzdem, auch wenn man nicht fürs Auto zuständig ist, jeden Tag mit diesen Fragen. Ich bin in der Fraktion, wie Sie es ja schon gesagt haben, für die Bahn zuständig. Da geht es dann um Infrastrukturfragen, die Frage, wie viel Geld fließt in die Straße, wie viel in die Schiene, Digitalisierung der Schiene, wie kann die Bahn leistungsfähiger und zuverlässiger werden, wie kann es gelingen, Personenverkehre und Güterverkehre in größeren Anteilen auf die Schiene zu verlagern. Gerade der Güterverkehr ist das größte Sorgenkind, was den Klimaschutz angeht, innerhalb des Verkehrsbereichs. Und der Verkehrsbereich wiederum ist das größte Sorgenkind, was den Klimaschutz angeht, weil einfach die Treibhausgasemissionen hier stagnieren auf hohem Niveau oder sogar steigen, was mit der massiven Zunahme von Lkw-Verkehren zu tun hat und auch damit zu tun hat, dass im Pkw-Bereich Effizienzgewinne durch größere und schwerere und mehr werdende Autos wieder aufgefressen wird. Und das macht dann eben deutlich, dass wir ganz stark auf die alternativen Verkehrsträger zunächst mal setzen müssen, bevor wir auf alternative Antriebstechnologien setzen. Aber wir wissen natürlich auch, dass Stadt und Land große Unterschiede machen. Im städtischen Bereich kann man und muss man, glaube ich, einfach feststellen und sagen, es sind zu viele Autos, sie nehmen zu viel Platz weg, die stehen die meiste Zeit, verursachen Staus, sie ergeben für Mobilität überhaupt keinen Sinn in dieser Anzahl. Man ist mit dem Fahrrad in der Großstadt genauso schnell wie mit dem Auto oder genauso langsam, je nachdem. Und man hat einfach sehr viele Probleme. Und da kann man Fahrrad fahren, man kann öffentliche Verkehrsmittel nutzen, zu Fuß gehen. Die Wege sind häufig nicht ganz so lang wie im ländlichen Bereich, wo es auch weniger Alternativen gibt. Das Auto sicherlich noch über längere Zeit eine größere Rolle spielen wird. Wenngleich wir natürlich auch für die ländlichen Bereiche auch Alternativen schaffen wollen. Wir haben ja jetzt gerade, ich komme ja aus Baden-Württemberg, einen Koalitionsvertrag mit der CDU unterschrieben, wo wir eine Mobilitätsgarantie auch für die ländlichen Bereiche von morgens 5 Uhr bis Mitternacht festgelegt haben. Mindestens im Stundentakt muss in einem ersten Schritt ein öffentliches Verkehrsmittel auch in einen kleinen Ort, in jede geschlossene Ortschaft fahren, sodass die Menschen auch dort eine gewisse Auswahl an Alternativen zum eigenen Auto bekommen. Und dann sind wir natürlich auch bei der Antriebsfrage. Ich selber habe noch nie ein Auto besessen, aber ich komme aus der Region Stuttgart und da ist irgendwie gefühlt jeder Zweite hier aus meiner Nachbarschaft, aus dem Sport und so weiter, was man da so tut und mit wem man sich da so trifft, aus meinem Wahlkreis vom Automobil- oder Zulieferunternehmen abhängig. Und insofern ist das natürlich ein wichtiges Thema und wir wollen ja als Grüne nicht etwas kaputt machen, sondern wir wollen aktiv eine Transformation gestalten, eine Transformation, die eine andere Verkehrspolitik voraussetzt, eine andere Schwerpunktsetzung,
bei Bus, Bahn, Fahrrad zu Fuß gehen, aber eben auch darauf setzt, dass natürlich die Automobilindustrie überlebt. Wir wollen alternative Antriebe. Wir wollen, dass diese alternativen Antriebe in Deutschland entwickelt und auch auf den Markt gebracht werden. Wir wollen nicht verdrängt werden durch Tesla, durch Chinesen, Japaner, wen auch immer, sondern wir wollen vorne mit dabei sein in der Entwicklung, weil wir einfach überzeugt sind davon, dass wir aus ökologischen Gründen für die Fahrzeuge, die wir noch brauchen, zur Sicherung der Mobilität andere Antriebstechnologien brauchen. Und wir sind davon überzeugt, auch aus ökonomischen Gründen, weil die Entwicklung findet auf jeden Fall statt, die Transformation gibt es. Und die Frage ist eben, sind wir als Deutschland da mit vorne dabei oder überlassen wir das Feld anderen? Also ökologisch und ökonomisch spricht alles für die Transformation, auch wenn die nicht einfach ist. Ja, es wird sich der Arbeitsmarkt verändern im Bereich der Produktion vor allem. Es werden Arbeitsplätze entstehen im Bereich der Dienstleistungen, im IT-Bereich, im Elektronikbereich, bei den Mobilitätsdienstleistungen. Also da wird sich vieles verschieben. Ich glaube aber, dass das, wenn man das gut gestaltet und wenn man das nicht rauszögert, um dann in einem kürzeren Zeitraum das Ganze bewerkstelligen zu müssen. Und das ist halt das, was ein bisschen droht bei der Politik, die gemacht wird. Ja, dass man sagt, ach, dann machen wir erstmal ein bisschen was im Bereich der Energie und dann dort was und dort was, aber der Verkehr ist so schwierig, den schieben wir vor uns her. Das wäre genau das Falsche, ökonomisch wie ökologisch. Wir müssen das jetzt angehen, dass wir die Zeit haben, diesen Wandel auch wirklich zu gestalten und die Menschen mitzunehmen, die Menschen zu qualifizieren, dort, wo sie für andere Einsatzbereiche in Zukunft gebraucht werden. Herr Gastel, ich würde da gerne nochmal einhaken und diesen einen Punkt aufgreifen. Ich meine, der Verkehr wird ja im neuen Klimaschutzgesetz ja durchaus auch belastet, nicht so stark wie zum Beispiel der Energiesektor, aber es geht ja zumindest laut diesem Entwurf von auf 85 Millionen Tonnen soll es dann runtergehen, nochmal nachgeschärft werden, im Gegensatz zu den 95 Millionen Tonnen, die man eigentlich für 2030 sozusagen als Ziel drin hatte. Also es ist ja nicht nichts. Meine Frage an Sie nochmal ganz konkret, wenn Sie jetzt auf die Autoindustrie schauen und Sie sagen, die Zielstellung ist, dass die Autoindustrie weiterhin auch vorne mitspielt. Welchen Weg, über welche Technologie wird das Ihrer Ansicht nach gehen und was muss die Politik tun in Form zum Beispiel eines Bundesverkehrsministeriums, um das zu erreichen? Also ich meine, die Kritik an Scheuer können Sie kurz rauslassen. Ich würde jetzt gerne ein bisschen konstruktiver werden. Entscheidung der Großen Koalition nach dem Verfassungsgerichtsurteil zum Klimaschutz schiebt sehr wohl im Verkehrsbereich weitere Einsparungen vor sich her, weil da nämlich in den nächsten Jahren nichts verschärft wird. Es kommt dann erst 23 oder 24, da ändert sich dann erstmal ein bisschen was und dann wird es erst schärfer. Und das ist genau das, was ich meine. Umso länger man das Handeln rauszögert, umso härter werden die Maßnahmen sein müssen, umso schwieriger ist es eben, diese Transformationsprozesse zu gestalten. Transformation braucht Zeit und umso später man anfängt, umso schwieriger wird das Ganze auch. Und deswegen sollten wir das angehen. Was die Technologien angeht, da sind wir sehr, sehr klar. Übrigens sind wir da auch sehr klar bei VW. Wir haben sehr oft mit VW den Austausch, auch mit den Zulieferern, Mahle, Bosch, ZF beispielsweise ist auch für uns in Baden-Württemberg wichtig. Es ist klar, dass alternative Kraftstoffe, E-Fuels, Wasserstoff und so weiter auf Basis von Ökostrom produziert, über lange Zeit nur in begrenzten Mengen verfügbar ist, weil wir diese Mengen an Strom gar nicht haben. Und deswegen ist klar, dass wir sehr auf Energieeffizienz achten müssen bei knapper Strommenge, die verfügbar ist. Deswegen beim PKW ist ganz klar der batterieelektrische Antrieb vorne. Deswegen ist VW mit seinem Kurs, den er inzwischen eingeschlagen hat als Konzern, auch richtig. Da macht er auch Porsche und Audi machen da mit. Wasserstoff ist sehr, sehr wichtig. Brauchen wir aber in erster Linie für Industrieprozesse in Hochöfen wegzukommen von Kohle und Kohlestaub. Wir brauchen das für Schiffe und wir brauchen das für Flugzeuge inklusive E-Fuels, was alles aus Strom produziert wird. Aber wie gesagt, Wasserstoff und E-Fuels machen ja nur Sinn, wenn sie auf Basis von überschüssigem, zusätzlich produziertem Ökostrom erzeugt werden. Hohe Umwandlungsverluste sind damit verbunden. Und deswegen muss man sehr gucken, wie man ein knappes Gut, Wasserstoff oder E-Fuel einsetzt,
Und das kann nicht der PKW sein. Das muss man immer wieder auch den Herstellern, die da irgendwie noch ein bisschen drauf spekulieren, sagen. Was in 15 Jahren ist oder in 20, das wage ich nicht zu prognostizieren. Aber für die nächsten 10 Jahre hat auf jeden Fall der batterieelektrische Antrieb im PKW-Bereich die Nase vorn. Und Wasserstoff brauchen wir vor allem für die Industrie. Dann würde ich gerne Dörte Schramm mal hier reinholen und ich würde Ihnen gerne zwei Fragen mit auf den Weg geben. Zum einen sieht man ja in der ganzen Diskussion, aber zum Beispiel ja auch im Automobilbranchenverband VDA, so zwei Teams könnte man es ja nennen. Das eine Team ist Technologieklarheit, also das heißt quasi Elektro-only. Volkswagen, der Audi-Chef hat sich entsprechend geäußert und es gibt ja noch viele andere. So. Und dann gibt es das andere Team, was so unter dem Thema Technologieoffenheit unterwegs ist. Da würde ich Herrn Scheuer unter anderem mit reinzählen, aber natürlich auch Bosch. Mich würde mal interessieren, Frau Schramm, sind Sie da in der Minderheit innerhalb dieser Branche? Wenn ja, wer spielt da noch mit Ihnen? Und wenn Sie jetzt zum Beispiel so sehr auf synthetische Kraftstoffe auch mitsetzen, wo soll das dann hin exportiert werden, wenn der deutsche Automarkt so extrem exportorientiert ist, wie er nun mal ist? Ich frage mich da manchmal, setzt man sich da in Deutschland so auf so eine kleine Insel und sagt, oh hurra, wir führen den Verbrenner aus nostalgischen Gründen noch weiter. Und ich würde Sie gerne fragen, wenn wir über politische Rahmenbedingungen sprechen und über das, was man in Deutschland so an sowohl Ordnungspolitik als auch Förderinstrumenten gesehen hat, also zum Beispiel oder auch europäische Ordnungspolitik, CO2-Flottengrenzwerte zum Beispiel jetzt mal als wirklich scharfes Schwert und auf der anderen Seite Förderinstrumente wie zum Beispiel diese Kaufprämie für E-Autos, Förderung von Ladepunkten, jetzt mit dem Schnellladegesetz auch nochmal Schnellladepunkte. Was ist denn da für Sie eigentlich so das Wirksamste, um wirklich klimafreundliche Verkehrstechnologie auch anzureizen? Okay, also zum Thema Technologieklarheit oder Technologieoffenheit. Wir sind für eine klare Technologieoffenheit bei Bosch. Ich glaube, das ist auch überhaupt nicht schlimm, weil da sitzen viele verschiedene Kolleginnen und Kollegen am Tisch und da darf jeder bitte seinen Schwerpunkt setzen. Es geht darum, zusammen auf eine gemeinsame Position zu kommen. Und die hat der VDA. Der VDA setzt sich klar für alternative Kraftstoffe ein. Das heißt, dass man schaut, wo kann man das anreizen über die Erneuerbarenrichtlinie? Wie kann man das vielleicht auch integrieren in ein Emissionshandelssystem, was die EU vielleicht vorschlagen wird am 14. Juli, wenn sie ihr Fit for 55-Paket vorlegt? Das heißt, über die Hebel, die wir haben, über bestehende Richtlinien, die revisioniert werden, daran zu gehen. Über die CO2-Richtlinie war das jetzt erstmal kein Thema, aber das ist ein Konsens und dann ist das quasi die Mischung aus der Diskussion vielleicht dazu. Und wir sind, würde ich jetzt sagen, in dem Fall keine Minderheit, sondern ich glaube, wir sehen alle, dass wir für die Klimazielerreichung mehr tun müssen und gucken müssen, dass wir möglichst effizient alle CO2-arme Technologie einsetzen, plus eben auch auf die Kraftstoffe setzen. Und der Einsatz ist so, natürlich müssen solche Kraftstoffe, wenn ich jetzt da mal drauf gehe, und das passt vielleicht auch zu dem, was Herr Gastel gesagt hat, die müssen natürlich in sonnenreichen und windreichen Regionen produziert werden, also aus zusätzlichen Kapazitäten, Grünstromkapazitäten. Dann wird die Dekarbonisierung hier vor Ort die Stromnetze natürlich nicht aufhalten. Das heißt, das, was die Bundesregierung jetzt zum Beispiel in Deutschland schon tut, auf Importstrategien zu setzen, wenn ich nach Afrika schaue oder Australien, ist eine wichtige Ergänzung. Und dann ist das Thema eben nicht nur ein deutsches oder ein europäisches Thema, sondern bleibt auch ein weltweites Thema, weil wir die Fahrzeuge überall sehen. Vielleicht das als Antwort. Und bei den Regulierungen, CO2-Flottengrenzwerte, da haben wir bei Bosch eine relativ klare Meinung. Wir sind der Meinung, dass wir genau, was Sie aufgezählt haben, diesen Mix brauchen. Das heißt, für die OEMs ist natürlich für die Autohersteller ist natürlich in erster Linie die CO2-Flottenregulierung relevant. Für uns ist genauso relevant, was passiert bei den erneuerbaren Energien, was passiert mit einem ETS, was passiert mit der Revision der Tankinfrastruktur. Sie sprachen es an, Lade- und Tankinfrastruktur. Wir betonen immer, dass es auch darum geht, neben der Elektromobilität auch an die Brennstoffzellen-LKWs und an die Wasserstoff-LKWs vielleicht ein bisschen zu denken, die relevant sind mit den bestehenden Infrastrukturen, die wir haben. Dann ist es genauso Update der Energiesteuerrichtlinie. Ja, also das ist ja ein ganzes Maßnahmenpaket, so wie es auch vorgeschlagen wird. Und wir glauben schon, dieser Instrumentenkasten ist da.
und der muss genutzt werden. Man kann auf der anderen Seite genauso die Philosophie vertreten werden, dass man vielleicht bei den ganz kleinen vielen Stellschrauben der Regulierung irgendwann an die Grenzen kommt. Da kommen wir dann in das Thema generell, aber das ist ein sehr weitläufiges Feld, das generelle Thema der CO2-Bepreisung. Also bin ich in der Philosophie einer CO2-Steuer, glaube ich eher an ein ETS. Das heißt, das über Deutschland, über Europa, weltweit anzugreifen. Aber da wissen wir, dass das ein längerer Schritt ist. Das heißt, es ist im Grunde genommen dann die Kombination, die Regulierung, die wir jetzt haben, weiterzuentwickeln, plus sich auf eine CO2-Bepreisung auf den Weg zu machen, auch für den Verkehr, auch für Gebäude, das, was wir jetzt tun, und dann weiterzuschauen, wie gehe ich den nächsten Schritt, um eigentlich am besten auch zwischen den Sektoren zu vergleichen. Noch eine Frage, welche politische Rahmenbedingungen würden Sie denn konkret vermissen, um noch effizienter für klimafreundlichen Verkehr arbeiten zu können? Auf deutscher Ebene, vielleicht auch auf EU-Ebene, das können Sie sich aussuchen, auf welchem Spielfeld Sie gerne da spielen wollen. Ja, das ist jetzt auch wieder sehr boschig, aber ich bringe es trotzdem. Wir sind starke Verfechter, dass wir nicht bei einem Tank-to-Wheel-Ansatz bleiben. Das heißt, dass wir nur schauen, was kommt aus dem Auspuff raus, sondern wir wollen schon ganz gerne diesen Well-to-Wheel-Ansatz, das heißt den ganzheitlichen Ansatz, dass wir wirklich schauen, wie ist der gesamte CO2-Fußabdruck auch eines Autos, um eben da die entsprechenden Reize zu setzen, wie komme ich weiter. Das wird ein Weg sein, den wir gehen werden. Da ist die Kommission ja auch dran, aber das ist vielleicht noch ein bisschen langsam. Und da gibt es unterschiedliche Ansätze für. Aber wir sind der Meinung, wenn ich den Klimaschutz wirklich ernst nehme, und wir gucken auch gerne schon nicht kurzfristig auf die nächsten 2 Jahre, sondern auf 2030 und darüber hinaus, dann wäre es für uns immer diese realen CO2-Emissionen, um dann wirklich vergleichen zu können, was ist der effizienteste Antrieb, um entsprechende Anreize zu setzen. Ja, herzlichen Dank. Ich würde gerne mal an Herrn Christidis das Wort weitergeben und mal ein bisschen konkreter auf die Situation der Beschäftigten schauen. Herr Christidis, ich hätte 2 Fragen an Sie. Die Bettina Murkowitsch hat im Vorgespräch gesagt, und das fand ich wirklich ganz interessant, dass sie es total vermisst in dieser ganzen Klimadebatte beim Verkehrssektor, aber es lässt sich ja auch durchaus zum Beispiel auf den Energiesektor und andere Bereiche übertragen, dass man auf harte Zielgrößen, zum Beispiel beim CO2-Ausstoß schaut, die man ansteuern möchte, aber solche Zielgrößen zum Beispiel für Beschäftigung überhaupt nicht definiert und noch nicht mal anspricht. Meine Frage ist, ist das eine sinnvolle Überlegung, solche Zielgrößen zu definieren? Und wer sollte das tun, die Unternehmen oder die Politik? Und dann würde ich Sie gerne noch mal ein bisschen darum bitten, aus Ihren Erfahrungen als Betriebsrat zu sprechen. Es geht ja hier auch um Erwerbsbiografien, die verändert werden durch die Umbrüche innerhalb des Verkehrssektors. Was macht denn eigentlich jemand, der, 45 ist, 50 ist, in der Mitte des Berufslebens steht und zum Beispiel als Monteur, als Karosseriebauer unterwegs war, vor allem oder auch im Verbrennermotorbereich? Welche Möglichkeiten hat der denn, seine Erwerbstätigkeit weiterzuführen? Und ja, mit welchen Anstrengungen ist das für die Unternehmen, aber auch für die Beschäftigten verbunden? Und müsste da die Politik irgendwie noch stärker auf diesen Qualifizierungsaspekt eingehen? Jawohl. Ja, zu der ersten Frage zum Thema Zielgrößen. Das ist immer so eine Sache, was für eine Zielgröße nimmt man. Aber ich finde es auf jeden Fall wichtig, dass man das thematisiert. Das machen wir ja als Gewerkschaften, aber nun sind wir ja nicht als Gewerkschaften jeden Tag im Fernsehen und in der Talkshows oder in der Tagesschau. Und ich glaube, da braucht es auch eine Unterstützung von der Politik. Viele Menschen, auch in meinem persönlichen Umfeld, glauben, dass alleine der Fokus nur auf Ökologie ausreichend wird, die Gesellschaft auch zu transformieren. Aber ich glaube, genau hierbei braucht der Betriebsrat und die Gewerkschaften da auch Unterstützung, damit diese Transformation auch akzeptiert wird von den Menschen, damit sie sich nicht als Verlierer sehen. Weil wir reden hier von Transformation, aber wir müssen natürlich gucken, was bedeutet das für eine Region? Was bedeutet das für ein Werk, wenn Arbeitsplätze weggehen, wenn Arbeitsplätze reduziert werden? Und ich glaube, es ist sehr hilfreich, es wäre sehr hilfreich,
wenn wir eine politische Debatte dazu führen, beide Ziele oder halt drei Ziele, wie Sie es vorhin genannt haben, Wettbewerbsfähigkeit, Beschäftigungssicherung, Nachhaltigkeit, wirklich auch in der Öffentlichkeit zu gestalten. Und da muss Politik auch helfen. Und zu dem Thema, und das ist auch meine Erfahrung, wie gerade so die Kommunikation ist, nicht generell, nicht nur bei uns bei Volkswagen Nutzfahrzeuge. Ich habe ja einen sehr großen Freundeskreis und ich bekomme sehr viel mit, was auch in anderen Betrieben ist. Und was mir so ein bisschen Sorge macht, die Kommunikation, warum wir uns transformieren, warum es wichtig ist, kommt, glaube ich, auch ein bisschen zu kurz. Da tun wir uns auch schwer, als Gewerkschafter in den Betrieben zu sagen, ja, wir sind für Nachhaltigkeit, wir gehen diesen Weg der E-Mobilität. Dann sagen uns aber die Beschäftigten, ja, ihr macht das, aber wir verlieren hier unseren schönen Arbeitsplatz, den wir vorher hatten. Wir verlieren andere Themen, die wir vorher hatten. Und das macht das Unternehmen nicht, ne? Und das wird auch zu wenig in der Politik dargestellt. Und wir wollen ja nicht, dass wir Verlierer produzieren, die dann halt hinter Politikern hinterherlaufen, die schnelle Antworten haben. Ne? Ja, aber Herr Christides, nochmal ganz konkret, dieser Qualifikationswechsel, das hat ja auch schon Frau Schramm angedeutet, dass sozusagen der Bedarf an Arbeitskräften ja da ist, aber dass es ja ganz andere Felder sind, dass es um Sensorik geht, dass es vor allem um Softwareentwicklung geht. Wie kann das funktionieren, auch für Leute, die jetzt nicht studierte Informatiker sind, dort weiter sozusagen die Arbeit zu finden? Welche konkreten Programme gibt es da? Und noch eine Frage schiebe ich hinterher. Die Politik versucht ja Antworten drauf zu geben. Zum Beispiel beim Autogipfel, ich glaube, es war November 2020, ist dieses Wort Innovationscluster gefallen, wo man sagt, Zulieferer in bestimmten Regionen, da weiß man ganz genau, die produzieren eine bestimmte Schraube für den Verbrennungsmotor. Das wird es nicht mehr geben in 5 Jahren, 10 Jahren, 15 Jahren. Da muss man Abhilfe schaffen. Ist das was, was bei Ihnen mittlerweile in der betrieblichen Realität angekommen ist? Oder ist es, steht es noch geduldig auf dem Papier und wartet, den Vollzug ab? Wartet er. Aber ich habe zu Ihrer konkreten Frage, was gibt es da für Konzepte? Da tun wir uns auch schwer. Wir haben Konzepte als Betriebsrat, als Interessensvertreter. Weil, Sie haben das schön beschrieben, ne? Ein Beschäftigter, der jetzt vielleicht 45 Jahre alt ist, verliert jetzt seinen Arbeitsplatz, weil autonom gefahren wird in der Logistik, als Beispiel. So, die Antwort des Unternehmens ist immer ganz schlicht. Du montierst jetzt in einem 2-Minuten-Takt und das war's. Aber das macht mit dem Menschen natürlich was. Und wir haben hier den Anspruch, den wir haben an das Unternehmen, dass wir mit den Kollegen und Kollegen, auch mit dem Unternehmen, auch nach den Stärken die Kollegen einsetzen. Es gibt Programme, leider sind das zu wenig, aber es wird jetzt ein Anfang gemacht, dass wir Kollegen auch entwickeln. Weil es ist ja nicht so, wir haben ja ein breites Spektrum bei uns. Ne? Und die meisten Kolleginnen und Kollegen, die bei uns bei Volkswagen sind, die haben eine Berufsausbildung und zu einem hohen Grad haben die auch eine Weiterqualifizierung, Techniker, Meister, Betriebswirt, das ist Wahnsinn, was wir alles im Betrieb hier vorfinden und die schrauben dann in den Linien. Und wir fordern das Unternehmen auf und sagen, Mensch, das ist Potenzial, das sind Kollegen und Kollegen, die wissen, wie es auf dem Hallenboden ausschaut und wenn wir die transformieren und die vielleicht auch eine andere Möglichkeit geben und anders zu qualifizieren, dann haben wir dort einen Mehrwert fürs Unternehmen. Die Kollegen und Kollegen sind motivierter und sie sehen sich auch nicht als Verlierer der Transformation. Das macht Arbeit, kostet Geld. Aber an einem konkreten Beispiel, wir haben als Betriebsrat vor 2 Jahren wirklich über Monate lang mit dem Unternehmen gestritten, weil wir haben gesagt, okay, wir brauchen Leute, wir haben Kollegen und Kollegen, die hier ausgelernt haben und die eine Affinität haben zum Programmieren zum Beispiel. Die kennen die nicht. Und da haben wir eine Ausschreibung gemacht. Wir haben gesagt, Kollegen sollen sich mal bewerben, sollen sich mal outen, was sie sich privat machen. Und dann haben wir gesagt, okay, testet diese Kollegen und Kollegen und setzt ein betriebliches Qualifizierungsprogramm hinterher, um sie dann in der Zukunft eben halt auf so Software-Themen einzusetzen. Und wir haben eine Reihe jetzt hinter uns, wo wir 16 Kollegen, aber immerhin, Kolleginnen und Kollegen qualifiziert haben und wir merken, es ist wirklich dieser Mehrwert, von dem ich rede, da haben alle was von. Ne? Also die Beschäftigten sind happy, also die sind sowas von motiviert, das ist unglaublich.
Das Unternehmen hat motivierte Kollegen und Kollegen und wir haben eine Transformation innerhalb des Betriebes, wo du vielleicht nicht von außen einstellen musst. Okay, also das heißt 16 was von 14.000 hatten Sie gesagt. Ja, das sind jetzt die ersten Projekte. Und unsere Hoffnung ist natürlich, dass mit diesen Projekten, die jetzt erfolgreich sind, das Unternehmen sich jetzt auch mehr öffnet in so einer Diskussion. Und nochmal ein Satz, wir haben auch in unserem Standortvertrag, den wir 2018 abgeschlossen haben, haben wir zum einen Beschäftigungssicherung bis 2029 unterschrieben, aber auch ein Qualifizierungsbudgetprogramm von 4 Millionen Euro, das genau für solche Themen genutzt werden soll. Das geht natürlich nicht flächendeckend bei 14.000 Menschen, aber wir sehen schon Potenzial, dass das funktionieren kann. Gut, Herr Christides, dann erstmal ganz herzlichen Dank. Dann würde ich gerne mal hier einen kleinen Strich ziehen, weil ich sehe nämlich, ich kann nicht alles lesen. Ich sehe aber, dass da viel Bewegung in diesem Chat ist und würde jetzt gerne, ich habe noch eine Frage zur Digitalisierung, die ich auf jeden Fall noch stellen möchte, aber ich möchte gerne hier einmal den Stefan als unseren Publikumsanwalt, da sehe ich ihn schon, mal zuschalten und mal ein paar Eindrücke vielleicht bündeln, sodass wir eine kleine erste Fragerunde hier machen können. Also mir ist eine Frage aufgefallen, die ich ganz interessant finde und einfach vorlesen will. Und dann haben wir noch Herr Lott-Siepen, Gerd Lott-Siepen, der seine Frage selbst stellen möchte an Matthias Gastel. Der kann sich, Herr Lott-Siepen kann sich schon bereit machen, dann gleich die Kamera auch anzumachen. Also die Frage ans Podium wäre, wann wird endlich mal von leichteren, weniger schnellen Fahrzeugen als Alternative zu den heute üblichen großen Pkw gesprochen? Auch Herr Christides hatte erzählt, dass VW ja auch ein neues SUV vielleicht auf den Markt bringt. Das ist ganz interessant. Und dann würde ich jetzt auch gleich Herrn Lott-Siepen bitten, sich anzuschalten. Ich bin angeschaltet. Sie müssen mich eigentlich hören, richtig? Ich bin also wirklich der Einzige, der hier mit Bild rein will. Ja, ich habe ja eine ziemlich industrielastige Veranstaltung beobachtet. Da besteht dann die Verkehrswende, der Klimaschutz eigentlich nur aus E-Autos und Wasserstoff und Sunfuels. Frau Schramm, wirklich bis 2045. Also das ist aber keine Verkehrswende. Ne? Deshalb danke auch an Matthias Gastel für den Schwenk zum Umweltverbund. Wir brauchen tatsächlich einen Stopp der Parallelplanung von Verkehrswegen. Straße, Schiene, Wasserstraße wird zurzeit alles parallel geplant. Es gibt keinen integrierten Plan. Mein Gott, ist das nervös, wenn man hier in so einer Veranstaltung ist. Frage an Matthias Gastel. Sollte aus dem Bundesverkehrswegeplan ein Bundesmobilitätsplan werden? Brauchen wir einen neuen rechtlichen Rahmen? Brauchen wir ein Bundesmobilitätsgesetz? Cem Özdemir hat sich vor einer Woche ja dafür ausgesprochen. Ja, dann ganz herzlichen Dank. Herr Gastel, wollen Sie direkt darauf antworten? Und die andere Frage würde dann an Herrn Christides und vielleicht auch Frau Schramm dann noch gehen. Merci. Ja, das mache ich gerne. Ich antworte erst auf die beiden Fragen von Herrn Lott-Siepen zum Thema Bundesverkehrswegeplan oder Bundesnetzplan. Also der Bundesverkehrswegeplan ist sehr, sehr stark straßenbaulastig mit der Methodik, mit der Bewertungsmethodik, die ihm zugrunde liegt, mit der ja sowohl Schienenwege als auch Straßen bewertet werden auf ihren volkswirtschaftlichen Nutzen, läuft es immer auf jede Menge Straßen hinaus. Wenn eine Straße auch nur an einer Stunde am Tag Überlastungserscheinungen aufweist, dann hat sie die beste Chance, in den vordringlichen Bedarf für den Ausbau reinzukommen. Bei einem Schienenweg, da kann es viel längere Überlastungserscheinungen geben und der Schienenweg kommt nicht rein. Und im Ergebnis, ich nenne mal das letzte Jahr, 2020, 125 Kilometer Straßen aus- und Neubau alleine durch den Bund, 125 Kilometer, 0 Kilometer neue Schienenwege, 0 Kilometer. Und das war in den Vorjahren auch nicht wesentlich anders vom Verhältnis her. Wir haben eine schrumpfende Schieneninfrastruktur, eine wachsende Straßeninfrastruktur. Mehr Straßen sind sowas wie der rote Teppich für mehr Pkw, für mehr Lkw,
wenn man eine Verkehrswende möchte, wenn man Verkehre verlagern will, dann muss man Verkehrsinfrastruktur anders bewerten, nämlich viel, viel stärker nach Umwelt- und nach Klimagesichtspunkten. Und dann kommt eben am Ende nicht immer mehr neue Straßen raus, sondern dann kommt raus eine leistungsfähigere Schieneninfrastruktur, mit der es dann auch gelingt, Personenverkehre und Güterverkehre auf die viel umwelt- und klimafreundlichere Schiene zu verlagern. Also deswegen klar, wir wollen wegkommen vom Bundesverkehrswegeplan zu einem Bundesnetzplan, der geleitet ist von Umweltzielen. Bundesmobilitätsgesetz ist kein ganz einfaches Thema, weil da unterschiedliche Erwartungen daran verbunden werden. Und wir werden ja noch ein Wahlprogramm verabschieden. Deswegen kann ich da auch noch nicht vorwegnehmen, was da drin stehen wird. Ich denke, dass ein Bundesmobilitätsgesetz, das schlank gehalten ist, das darauf konzentriert wird, verkehrspolitische Ziele zu definieren, einen Sinn macht. Wenn man da alles reinschreiben möchte, wie man Carsharing exakt im Detail fördern möchte und Radwege ausbauen möchte und Autos klimafreundlicher machen möchte und so weiter, dann wird man sehr, sehr lange dafür brauchen, dieses Gesetz zu machen und hat da nichts konkret umgesetzt. Also das heißt, ein Bundesmobilitätsgesetz, das einen gewissen Rahmen mit Zielsetzungen in der Verkehrspolitik vorgibt und dann aber sich sehr schnell an die konkreten Maßnahmen machen, um den Radverkehr, den Bahnverkehr zu stärken, Autos umweltklimafreundlicher machen, CO2-Grenzwerte, CO2-Preis, all solche Dinge. Das ist dann das, was wirksam ist. So, die Frage nach den kleinen, leichten Fahrzeugen, ja, das hätte ich eigentlich gleich auch ganz am Anfang sagen können. Wie gesagt, in der Stadt ist das klar, das Urteil klar, zu viele Autos, die noch dazu zu groß und zu schwer sind. Das gilt natürlich auch für den ländlichen Bereich, aber wir haben unterschiedliche Konzepte für die Stadt und den ländlichen Bereich. Im ländlichen Bereich wird man Autos noch sehr lange brauchen, aber auch hier werden es nicht unbedingt die großen, schweren SUVs sein. Hier kann helfen, der CO2-Preis, mit dem fossile Kraftstoffe teurer werden. Und das sind dann auch diejenigen, die solche großen, schweren Autos fahren, bei denen ich dann kein Mitleid habe, wenn dann Benzin und Diesel teurer werden, weil das sind dann Menschen, die sich einfach dafür entschieden haben, eben ein verbrauchsintensives Fahrzeug zu kaufen. Die werden dann mehr bezahlen müssen. Und wir wollen natürlich auch ran an das Dienstwagenprivileg, denn viele hochmotorisierten, überdimensionierten Fahrzeuge sind keine privaten Fahrzeuge, sondern sind als Dienstwagen gekauft worden. Und da gibt es falsche steuerliche Anreize. Und da muss der Gesetzgeber dann klar sagen, bis zu welchem Verbrauch oder bis zu welchen CO2-Emissionen solche Fahrzeuge steuerlich geltend gemacht werden kann. Damit kann man dann einen Trend zu kleineren Fahrzeugen, die viel zweckmäßiger sind, fördern und wegkommen davon, dass dann die öffentliche Hand oder auch Menschen wie ich, die gar kein Auto haben, anderen eine große, schwere Karre, die sie eigentlich gar nicht brauchen und die Umwelt unnötig belastet, auch noch mitfinanziert. Also das sind mal zwei Instrumente, um hier etwas kleiner und bescheidener zu werden, um Mobilität aber natürlich aufrechtzuerhalten, auch mit Autos. Alles klar, herzlichen Dank. Ja, dann würde ich sagen, die nächste Frage dann an Herrn Christidis und danach Frau Schramm, bitte. Genau, ich würde aber nochmal anknüpfen, weil ich auch, passt gerade ganz gut. Wir haben ja als Volkswagen Nutzfahrzeuge auch seit einiger Zeit auch das Projekt Moja. Moja fährt in Hamburg und in Hannover. Das ist so ein Sammeltaxi in Anführungsstrichen, wo man sich Mobilität teilt. Das ist noch ein Projekt, was noch in die Verlustzone geht. Aber Volkswagen sagt, das ist was für die Zukunft. Das ist was, was wir machen wollen, damit man Mobilität halt teilt. Das ist ein kleiner, aber wichtiger Aspekt. Und noch ein anderer Aspekt, und da sind wir auch ganz stolz als IG Metaller. Wir haben nämlich einen Innovationsfonds, so nennt er sich. Und diesen Innovationsfonds wird gefördert von Geldern, die wir aus Tarifrunden rausverhandelt haben, ne, die wir genau für diesen Zweck zur Anschubsfinanzierung nutzen. Und da haben wir jetzt ein Cargo-Bike, E-Bike, auch in Hannover angesiedelt, was jetzt in der Pilotphase ist, aber wo wir auch jetzt anders denken. Ne? Das wäre vor Jahren undenkbar gewesen, dass sich Volkswagen Nutzfahrzeuge mit so einem Projekt befasst. Jetzt gehen wir diesen Schritt und wir hoffen, dass das auch Zustimmung trifft. Und auf die Frage,
wegen den kleineren Fahrzeugen. Ja, auch da ist was in Planung. Ich berichte natürlich aus Hannover. Und ihr müsst euch vorstellen, Transporter sind natürlich große Fahrzeuge. Und für jedes Fahrzeug dort, was wir brauchen, brauchen wir auch was, was in unsere Infrastruktur passt. Aber andere Standorte, wie zum Beispiel Wolfsburg, planen im A0-Segment. Das ist so die Größe Polo, dass sie 24, 25 auch dort Fahrzeuge in den Markt bringen, die vom Preis her bezahlbar sind, aber auch keine großen, sondern wirklich Kleinfahrzeuge sind. Ich habe das heute gerade in einer Sitzung, in einer strategischen Besprechung heute auch erlebt, wo auch gestritten wurde und diskutiert wurde, dass das auch gemacht wird. Und das ist Fakt, das ist beschlossene Sache. Also das heißt, man hat das 3-Liter-Auto jetzt doch auf einmal wundersame Weise wiedergefunden bei Volkswagen. Ja, genau. Ja, also wie gesagt, das wurde heute beschlossen und das ist, man will sich breit aufstellen und es ist ja nicht nur es kann ja nicht nur eine Lösung sein, große Fahrzeuge auf den Markt zu bringen, sondern natürlich auch kleine. Dafür gibt es einen Markt und ich denke, das ist notwendig, dass das auch passiert. Alles klar, herzlichen Dank. Frau Schramm, ich wollte Ihnen eigentlich so aufmunternd zunicken, aber das ist ja in diesen digitalen Panels manchmal nicht ganz einfach. Ganz vielen Dank. Also Herr Lotzipa, richtiger Ansatz, den fahren wir auch. Das heißt, einen holistischen Ansatz in der Mobilität. Mobilität hört nicht beim Auto auf und fängt auch nicht beim Auto an, sondern fängt bei uns selber an. Also Fußverkehr, Radverkehr, ÖPNV, wie vernetze ich das? Wie kann ich möglichst effizient mich von einem Verkehrsträger auf den anderen bewegen? Da haben wir bei Bosch, ich meine, das ist halt ein Riesenladen, auch unheimlich viele Projekte, die wir da zu laufen haben. Ich will mal eins nehmen, weil ich das selber in Brüssel erlebt habe, ich das ganz charmant finde. Wir haben zum Beispiel in Brüssel einen Standort vor uns, das sind unsere Heizungsleute. Bosch macht ja auch nicht nur Autos, sondern auch noch so Alltagsgegenstände. Und die haben das gemacht, die haben festgestellt, dass sie, wenn sie zu ihren Kunden von außerhalb von Anderlecht in die Stadt reinfahren, dann, sie kennen die Rue de la Loire und die anderen Straßen, die sind verstopft. Jedenfalls waren sie es vor Corona lange Zeit und dann kommen sie nicht weiter. Das heißt, was machen sie? Sie parken ihre Autos außerhalb von der Stadt, steigen dann um auf ein E-Cargo-Bike. Bosch macht ja auch die Motoren, die E-Bike-Motoren und liefern dann zu den Kunden. Und bei den Kunden kommt das richtig super an. Das heißt, der Mechaniker kommt, fragt hier, kann ich mein Fahrrad abstellen bzw. auch mal aufladen? Und das sind so die Kleinlösungen. Und davon in Summe passieren Millionen solcher Beispiele bei uns in Deutschland, in Europa und auch woanders. Und genau das ist, glaube ich, der Weg, angepasst auf die Situation, pfiffige Lösungen zu finden mit einem CO2-armen Antrieb. Die Mitarbeiter finden es cool, weil die mit dem Fahrrad fahren, es geht fix und super. Und die Kunden finden es auch gut, weil sie natürlich auch das Gefühl haben, auch da zusätzlichen Beitrag zu leisten. Alles klar. Ich sehe gerade noch eine Frage im Chat. Ich würde aber gerne ein Thema zur Digitalisierung jetzt nochmal einbringen, weil das war ja ein Stichwort, was Herr Evensson vorhin genannt hat, als die zwei großen sozusagen Treiber, Dekarbonisierung und Digitalisierung. Und da tauchte als eine Frage an Herrn Evensson was auf, was ich wirklich spannend fand und was ich gerne mehr mit Ihnen allen dreien mal diskutieren möchte. Und zwar diese Frage, wo hat man denn eigentlich konkret durch die Digitalisierung überhaupt CO2 oder CO2-Äquivalente eingespart? Also in der Produktion oder dann im Produkt? Das wird immer so als große Zukunftsverheißung angetextet, auch zum Beispiel durch Herrn Scheuer, der dort Einsparpotenziale zum Beispiel bei der Nutzung sieht. Aber wo konkret schlägt sich das denn dann auch wirklich nieder? Immer vor dieser Folie verschärftes Klimaschutzgesetz, nachgeschärfte Ziele 2030, auch für den Verkehrssektor und mal, um mal wegzukommen von diesem Sorgenkind-Image. Frau Schramm, dann würde ich sagen, Frau Schramm, Herr Christidis und dann Herr Gastel gerne dazu. Genau, nehme ich mal zwei Beispiele. Also einmal sehen Sie natürlich eine Reduktion, indem Sie zum Beispiel intelligente Parkraumsuche haben. Dann haben Sie einen direkten Einfluss auf eine CO2-Reduktion. Das heißt, anstatt eine halbe Stunde im Parkplatz, also wenn ich jetzt beim Auto bleibe, eine halbe Stunde im Parkplatz suchen, geht es schneller und Sie können bis zu 6, was auch immer, Prozent CO2 einsparen. Das sind so die konkreten Sachen. Beim automatisierten Fahren wird sich das potenzieren. Beim automatisierten Fahren setzen wir ja auch zum Beispiel KI ein, also die künstliche Intelligenz. Das ist aus unserer Sicht so ein bisschen auch der Schlüssel, um die voranzubringen, aufgrund der Datenverarbeitung. Zweites Beispiel, was ein bisschen erstmal sich komisch anhört, aber das finde ich eigentlich auch ganz spannend, und zwar Emissionsverhalten vom Auto. Das heißt,
Wir haben ganz viele Feldbeobachtungen. Da haben wir eine Statistik abgeleitet, mit der man anhand eines KI-Modells eben das reale Fahrverhalten nachweisen kann. Und diese Lösung schafft eben, dass wir 10.000 reale Fahrstunden in einer Stunde abbilden können und so ein viel besseres Bild haben über das Emissionsverhalten von Fahrzeugen im Verkehr, was sie so in real nie schaffen würden. Und natürlich auch gleichzeitig diesen Verkehr dann gar nicht auf der Straße haben, diesen Feldverkehr in Anführungsstrichen als kleines Beispiel. Ich habe jetzt mal nur zwei Autobeispiele genommen. Es gibt bei der Digitalisierung natürlich auch vielleicht Brennstoffzelle ist jetzt immer so ein Hype-Thema. Gerade bei Heizungen finden wir auch gut, machen wir auch stationäre Brennstoffzelle. Da könnt ihr zum Beispiel mit digitalen Lösungen Brennstoffzellenmodule so steuern, dass die sich untereinander kommunizieren und sie geben ihnen nur eine Aufgabe, bitte erzeug so und so viel Strom und die stimmen sich ab und das kann ich KI-basiert machen. Das ist so ein digitaler Zwilling, den sie da haben und haben da quasi über den Einsatz von dieser Technologie eine effiziente, CO2-arme Stromerzeugung, die sie steuern. Vielleicht mal, um ein anderes Beispiel zu nehmen. Wir sind aber heute bei Auto, deswegen höre ich hier auf. Ja gut, aber die Wärmewende ist ja noch eine andere nächste Baustelle. Gut, Herr Christides, bitteschön. Ja, also ich habe jetzt keine Kennzahl, also aber und ich sehe das auch, ich sehe auch Digitalisierung auch aus einem anderen Aspekt. Digitalisierung ist nicht erfunden worden. Ich sage es mal, ich mache mir jetzt unbeliebt, um Nachhaltigkeit zu schaffen. Digitalisierung, so wie ich sie kenne, dient dazu zur Produktivität. Wenn es dann natürlich einen Benefit hat, dass man dann auch nachhaltig agieren kann, dann ist es gut. Wir haben so das Programm Go to Zero in der Fabrik, also dass die Produktionsanlagen dann auch wirklich weniger verbrauchen. Aber das ist parallel oder unabhängig, sagen wir mal, zur Digitalisierung. Wir erleben Digitalisierung gerade als Kostenthema, Kostentreiber und Produktivitätsthema war. Okay, das heißt die Produktion, aber in den Produkten, also das heißt in den Nutzfahrzeugen, gibt es dort irgendwie digitale Anwendungen, die auch irgendwie quasi für die, also vielleicht nutzerfreundlich sind und darüber vielleicht noch den Zusatznutzen, so einen Kollateralnutzen irgendwie Klimafreundlichkeit haben? Fällt Ihnen da noch irgendwas ein? Sowas gibt es sicherlich, aber wir haben jetzt ja auch viel mehr Software als in der Vergangenheit. Unsere Fahrzeuge sind digitaler. Aber ich habe jetzt kein konkretes Beispiel, wo man sagen kann, das macht jetzt die und die Menge, ne, wo wir dadurch jetzt sparen würden. Das kann ich Ihnen jetzt nicht hier sagen. Okay, alles da. Dann Herrn Gastel würde ich gerne mit reinnehmen und ich würde gerne noch eine Frage aus dem Chat dann Ihnen noch mit auf den Weg geben. Und zwar ein Nutzer oder eine Nutzerin hatte gefragt nach sozusagen kleinen Autos, aber auch so ÖPNV-Lösungen zum Thema Rollstuhl und geh-eingeschränkte Menschen. Das ist natürlich ein Punkt, dass ja auch ein eigenes Auto für viele Menschen ja auch ein wahnsinniger Freiheitsgrad ist, den sie ja sonst mit dem ÖPNV, Stichwort ausgefallene Aufzüge und so weiter, ja sonst nicht erleben können. Wie geht man sozusagen mit diesen Anliegen auch um, auch vor einem Hintergrund einer demografischen Entwicklung, die man in Deutschland ja natürlich auch sieht, alternde Gesellschaft und so weiter. Das sind ja Dinge, die auch miteinander parallel geschehen. Also wenn ich darf, weil das ist ein typisches VWN-Thema, Transporter-Thema. Also wir haben in der Vergangenheit und machen immer noch, bauen wir viele Autos um im Sonderwagenbau, gerade schwerbehindertengerecht. Ne? Also das nimmt auch zu und das kann man natürlich mit unseren Fahrzeugen, die wir in Hannover bauen, den Transporter eher machen natürlich als mit kleinen Fahrzeugen. Und für solche Lösungen wird es auch weiterhin geben. Also dann mache ich auch mit dem Thema weiter, bevor ich dann auf die Digitalfrage zu sprechen komme. Also auch für Menschen mit Behinderung braucht man keinen großen, schweren SUV. Ja, da tut es auch ein kleineres Fahrzeug oder ein mittleres Fahrzeug. Also auf jeden Fall braucht man kein 3 Tonnen schweres Fahrzeug. Das ist dafür nicht erforderlich. Und im Bereich des öffentlichen Verkehrs, das ist in der Tat so, da haben wir noch einen großen Handlungsbedarf. Für den Personennahverkehr, das heißt Bus, Straßenbahn, U-Bahn, was nicht Eisenbahn ist, müsste eigentlich nach dem Gesetz, nach dem Personenbeförderungsgesetz Ende diesen Jahres alles barrierefrei sein. Wir wissen, dass heute zum Beispiel immer noch viele Bushaltestellen nicht barrierefrei sind.
Da hätte der Gesetzgeber eben zu der Vorschrift auch eine entsprechende Finanzierung mit gewährleisten müssen, damit es dann auch den Umbau gibt. Aber man ist trotzdem vorangekommen. Also man sieht in jeder Kommune umgebaute Bushaltestellen mit dem sogenannten Hochbord oder dem Kasseler Randstein, also einem höheren Randstein und einem geraden Bordstein, dass der Bus da sauber hinfahren kann. Die Busse haben Rampen. Also es gibt durchaus Fortschritte. Und bei der Bahn, da haben wir noch an etwa 10-15% der Bahnhöfe ein Problem, dass sie nicht stufenfrei sind, einen höheren Anteil von Bahnhöfen, die auch nicht für Menschen mit Sehbehinderung geeignet sind, weil taktile Leitsysteme fehlen. Also da ist auf jeden Fall noch einiges an Geld in die Hand zu nehmen, noch einiges an Grips einzusetzen, um die notwendigen Umbaumaßnahmen zu machen. Ich sage da immer, Mobilität ist eine Voraussetzung für soziale, gesellschaftliche, wirtschaftliche Teilhabe und die muss damit dann auch allen Menschen, eben auch Menschen mit Behinderung, zugänglich sein. Zu der Frage mit der Digitalisierung, ich würde diese Frage jetzt konzentrieren, nicht auf die Produktion, weil da haben wir zwei Leute, die aus dem Industriebereich kommen, sondern auf die konkrete Anwendung auf der Straße und auf der Schiene zu sprechen kommen. Auf der Schiene kann man mit den digitalen Möglichkeiten eine Reisekette in Echtzeit organisieren. Man kann sehen, welches Verkehrsmittel ist pünktlich, welches ist unpünktlich. Man kann sich organisieren und gegebenenfalls umorganisieren. Das ist auf jeden Fall ein Vorteil. Ein anderer Vorteil kann sein, dass die Schiene leistungsfähiger wird durch die digitalen Möglichkeiten, weil die Züge in einem dichteren Abstand fahren können und die vorhandene Infrastruktur dadurch effizienter genutzt werden kann. Im Bereich des PKW, letztlich natürlich auch der Nutzfahrzeuge, werden wir irgendwann das autonome Fahren haben. Der Bundestag hat in seiner letzten Sitzungswoche ein erstes Gesetz dazu verabschiedet, das mal so ein paar kleine Pflöckchen einschlägt. Da ist aber noch viel zu diskutieren, wie man autonomes Fahren konkret gestalten möchte, was erlaubt und was nicht erlaubt sein soll. Aber im Grunde bietet das Ganze neben Risiken auch Chancen, beispielsweise gleichmäßiger zu fahren, vorausschauender zu fahren. Ein autonom fahrendes Auto kann wissen, dass eine Ampel, auf die es zufährt, bald rot wird und schon mal langsamer werden, das Fahrzeug gleiten lassen und damit einfach weniger Energie verbrauchen, sei es jetzt Strom oder eben auch fossiler Kraftstoff. Auch die Möglichkeit, Fahrgemeinschaften zu bilden mittels Apps, ist eine weitere Variante aus dem großen Feld der Digitalisierung. Wir haben eine Auslastung von Autos von 1,4 im Durchschnitt ausgerechnet. Dann, wenn die Straßen am vollsten sind, nämlich während der Hauptverkehrszeit, ist die Auslastung der Autos noch schlechter. Das heißt also auch hier Möglichkeiten, Menschen, die aus etwa der gleichen Richtung kommen und in etwa in die gleiche Richtung wollen, zur gleichen Zeit zusammenzubringen, um die Auslastung von Fahrzeugen zu erhöhen. Ridesharing auch genannt, wenn man dann öffentliche Verkehrsmittel meint, bei denen dann verschiedene Personen mit gleicher Wegstrecke zusammengebracht wird, um die Fahrzeuge besser auszulasten. Also bietet durchaus in der konkreten Anwendung auf Straße und Schiene einiges an Möglichkeiten. Ja, da gibt es ja auch das aktualisierte oder novellierte Personenbeförderungsgesetz, was ja dann auf diese Ridesharing- oder Pooling-Angebote ja auch nochmal eingeht. Ich habe gerade, das würde ich dann doch gerne noch kurz einpflegen, ich habe hier bei diesem Stichwort Gesetz zum autonomen Fahren irgendwie heftiges Nicken gesehen und würde dann doch gerne die Frage mal einspeisen bei Frau Schramm und auch bei Herrn Christides. Ist das was so ein bisschen nice to have ist? Also, dass man jetzt irgendwie sagen kann, wow, Deutschland hat quasi das weltweit erste nationale Gesetz zum Automatisieren auf Level 4. So, und da freut man sich, stellt sich es ins Regal und da ist es irgendwie hübsch oder kann das auch was? Vor allem zum Thema, was wir ja hier auf der Liste haben, zum Thema Klimaschutz und auch zukunftsfeste, klimafreundliche Automobilindustrie. Also ich fange gerne mal an, weil das ist bei uns natürlich so ein Herzthema, bei den Kollegen auch. Das ist nicht nur nice to have, sondern es ist richtig cool, dass das da ist und es ist wirklich richtig gut, dass Deutschland hier vorgeht. Die nächsten Schritte sind natürlich dann Brüssel und die UN in Genf.
Es ist zum ersten Mal, dass wir eben autonome Fahrfunktionen auch im öffentlichen Bereich erproben können. Das ist erstmal noch begrenzt auf People Mover, auf Shuttles, auf dieses Automated Valet Parking, also dass dein Fahrzeug alleine ins Fahrzeug rein, ins Parkhaus fährt, auf Hub-to-Hub-Logistik. Aber es ist ein richtig guter Anfang. Bei dem automatisierten Fahren ist eins wichtig vor CO2, und zwar ist immer die Sicherheit. Das heißt, das ist quasi bei dem automatisierten Fahren Dreh- und Angelpunkt. Es soll die Verkehrssicherheit sicherstellen, im besten Falle verbessern. Und wenn es da noch einen Impact hat auf den Klimaschutz, ist das super. Wir haben das gesehen bei Fahrfunktionen, die jetzt, also wo noch Fahrer dabei sind, aber die dir helfen. Da habe ich diesen Impact, dass ich CO2 direkt einsparen kann. Beim autonomen Fahren werde ich das natürlich sehen. Das ist noch ein bisschen weiter weg, wenn dann so wie zum Beispiel bei den LKWs das Platooning umgesetzt wird, wo viel eingespart wird, dass da viel kommt. Aber bei dem autonomen Fahren geht es vorrangig um Verkehrssicherheit, Reduzierung der Verkehrstoten. Das ist der Schwerpunkt. Und der zweite Teil ist dann Klimaschutz. Also Platooning heißt, dass man viele LKW sozusagen zusammen, naja, man könnte fast sagen, hintereinander wie auf so eine Schiene irgendwie setzt und dann gemeinsam fahren lässt. Genau. Okay, gut. Herr Christides, Sehen. Muss man dazu sagen. Ja, selbst in den USA ist es schon in der Praxis schwierig und bei uns mit hoher Belastung der Autobahnen und Ausfahrten in kurzen Abständen, wo die Leute dann auf den rechten Fahrstreifen müssen, schwer umsetzbar. In der Theorie eine gute Idee, praktisch, naja. Okay. Herr Christides, sehen Sie denn beim Gesetz zum autonomen Fahren konkrete positive Klimaschutzauswirkungen? Sagen wir es mal so, grundsätzlich ist das sehr wichtig und ich finde das Gesetz auch sehr wichtig. Frau Schramm hat gerade die Vorteile erwähnt, aber ich glaube, da war auch eine Frage gerade im Chat, passt ganz gut, VW baut DSUVs und investiert aber in Moja. Ja, aber so ist es nun mal, weil eine Transformation hinzubekommen, kann man nicht heute alles stehen und liegen lassen. Man muss gucken, das Geschäft, was man jetzt macht, also so gut es geht, weiter zu verfolgen, aber dann auch in die neue Welt zu kommen. Ich hatte ja Beispiel erwähnt, Moja, Cargo Bike und das, wir haben noch ein Joint Venture mit Argo, Mobility as a Service, autonomes Fahren. Und ich glaube, wenn die Infrastruktur dafür gegeben ist, ist es schon mal sicherlich ein Vorteil, in die neue Welt zu gehen. Aber ich gebe Herr Gastel auch recht, das ist kein Thema, was wir 23, 24, 25 als Massenproduktion anwendbar ist. Aber ich glaube, um in diese Themen zu kommen, ist es wichtig, dass wir a, eine gute Gesetzgebung haben, b, auch langsam die Infrastruktur da auch aufbauen. Denn auch nur so funktioniert im Übrigen auch nur E-Mobilität. Wir können drüber reden, wir können sagen, E-Mobilität ist wichtig. Aber wenn wir nicht nur deutschlandweit, sondern europaweit nicht eine Initiative dort weiter fortschreiten, dann hilft uns das nicht. Deshalb sehe ich das aus meiner Sicht positiv und ich glaube, das ist der richtige Schritt. Aber es wird eben halt noch keinen Benefit haben dieses Jahr, nächstes Jahr, eher für die Zukunft. Alles klar, dann herzlichen Dank. Dann suche ich noch einmal nach Stefan, dem Publikumsanwalt, ob er noch aus der Bewegung im Chat, die ich immer nur so im Augenwinkel leider sehen kann, noch was hat, noch vielleicht, weiß ich nicht, ein, zwei kurze Impulse, die wir noch aufgreifen können. Ansonsten wären wir aber auch... Das mit dem Platooning wurde ja gerade schon erwähnt. Das wurde auch im Chat von Herrn Evenson nochmal angemerkt, dass es da eine Studie gibt von Daimler, die aufweist, dass man den CO2-Ausstoß pro Kilometer sehr stark senken könnte durch die Technik. Herr Castides hat seine Frage selbst beantwortet. Ich Gut. denke, wir können es erstmal so stehen lassen. Ja, dann würde ich sagen, an dieser Stelle einen ganz, ganz herzlichen Dank an das Panel. Natürlich auch nochmal Dank an Herrn Evenson für den Impulsvortrag. Ja, danke für an Herrn Christides, an Herrn Gastel, dass Sie so spontan eingesprungen sind. Danke auch an Frau Schramm, dass Sie uns tiefe Einblicke sozusagen in das Denken bei Bosch gegeben haben. Und auch natürlich an Herrn Christides, was das Thema Nutzfahrzeuge angeht. Herrn Gastel, nochmal herzlichen Dank auch sozusagen für die Weitung des Blickes des Verkehrsthemas jetzt über quasi den Antriebswechsel beim Auto hinaus nochmal auch wirklich auf andere Verkehrsträger natürlich zu schauen. Ich vermute, das wird die Debatte auch in der nächsten Legislaturperiode natürlich deutlich mit prägen. Ich
ich würde mal fast behaupten, das Thema geht uns so schnell nicht verloren. Danke natürlich an die Böll-Stiftung, danke auch an das Publikum für die interessanten Impulse und Ihre Fragen. Auch wenn jetzt nicht alles aufgegriffen wurde, ich hoffe, dass Sie auch noch, beziehungsweise Sie werden auch noch die Chance haben, das im Raum von Wonder sich nochmal jetzt zu vernetzen, dort auch nochmal zu diskutieren. Es wird jetzt dazu noch ein ganz kurzes Video geben, wo die Steffi Groll, die Sie vorhin in der Anmoderation gesehen haben, nochmal auftaucht. Deswegen bleiben Sie jetzt gerne erstmal hier und wechseln Sie dann gerne in den Raum von Wonder. Den Link sehen Sie, wenn ich es jetzt nicht völlig falsch sehe, im Chat. Und ich sage an dieser Stelle ja ganz, ganz herzlichen Dank und wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag beziehungsweise dann auch einen schönen Abend. Ciao, ciao. Ja, schönen Abend. Tschüss. Danke. Tschüss. Auch von meiner Seite danke nochmal an Nadine Lindner und unsere Panelistinnen. Es ist jetzt noch nicht zu Ende. Wir gehen nämlich noch weiter hier. Klicken Sie drauf, da kommen Sie in den Vernetzungsraum von Wonder. Das ist ein digitaler Vernetzungsraum. Was anderes geht ja zurzeit nicht. Dort können wir aber weiterreden. Wir können weiter beraten. Wie geht es weiter mit der zukunftsfesten Industrie? Ich gehe schon mal hin. Ich freue mich, ein paar von Ihnen da gleich zu treffen.